Guten Abend von meiner Seite. Herzlich willkommen zur beliebtesten Architekturshow, Talkshow des Landes, dem Club Architektur im Architekturzentrum Wien. Heute zum Thema Wachstum oder Verzicht. Ein brisantes Thema, das bei den meisten Menschen heftige Reaktionen hervorruft. Wir haben das Thema nicht zufällig gewählt, sondern im Kontext unserer neuen Ausstellung Boden für alle, die wir nun endlich eröffnen dürfen, nämlich nächste Woche am Mittwoch, den 9. Dezember, ist es soweit. Beim Thema Ressourcenverbrauch und Bodenverbrauch zeigen alle immer gerne mit dem Finger auf die anderen. Es herrscht quasi das Floriani-Prinzip. Der Bürgermeister ist schuld oder das Land ist schuld oder der Bund, die Architektinnen, die Investorinnen oder sind es vielleicht doch die Konsumentinnen, die schuld sind. Die von Katharina Ritter und Caroline Meyer kuratierte Ausstellung Boden für alle und das ausgezeichnete Buch zeichnen ein äußerst differenziertes, aber ein trotzdem sehr eindringliches Bild der Situation. Und sie kommen unter anderem zum Schluss, dass wir unsere Art des Wirtschaftens ändern müssen, wenn es uns nicht buchstäblich den Boden unter den Füßen wegziehen soll. Stichworte Klimawandel, Ernährungssouveränität oder gar Ernährungssicherheit, steigende Wohnungspreise. Es wird aber nicht nur alles teurer, das Land wird sicher auch nicht schöner durch den aktuellen Bodenverbrauch. An welchen Stellschrauben wir drehen können, das diskutiert heute eine wirklich illustre Runde, die unser Talkmaster Mike Nowotny gleich vorstellen wird. Ich bedanke mich vorab ganz herzlich bei Ihnen, euch allen, dass Sie unsere Gäste sind und danke auch den Kuratorinnen der Bodenausstellung, heute vertreten durch Katharina Ritter und Lene Benz für die Vorbereitung des Abends. Lene Benz macht die Regie im Hintergrund. Ja, und damit übergebe ich auch schon an Mike Nowotny und wünsche Ihnen allen einen spannenden und sicher kontroversiellen Abend. Viel Vergnügen. Dankeschön, Angelika Fitz. Danke an Alfred Lee fürs Hosten. Herzlich willkommen auch von meiner Seite als Moderator. Bis ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute vorstelle, müssen Sie noch ganz kurz warten, weil zuerst, wie es Tradition hat, das Format überhaupt ganz kurz vor und dann das Thema heute. Und dann wird Katharina Ritter ganz kurz ein Sneak Preview der Ausstellung geben und dann legen wir los. Der Club Architektur ist heute in seiner 7. Ausgabe zum ersten Mal online. Die Grundidee dieser Talkshow von Angelika Fitz und mir damals war eine Art von Ausbruch aus dem Elfenbeinturm der reinen Fachdiskurse der Architektur zu schaffen, ein gesamtgesellschaftliches Gespräch, eine Gesprächsebene, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Architektinnen, Public Intellectuals und Vertreterinnen anderer Disziplinen mischen. Unsere bisherigen Themen waren ebenso bunt gemischt. Was ist humane Architektur, Brutalismus, Normen- und Paragraphenflut, Gründerzeit, Stadt und Land und letztes Jahr Architektur und Ideologie. Wir sind heute das erste Mal nicht in den schönen bunten Talkshow-Sesseln im AZW, sondern alle in unseren wie auch immer gefärbten Sesseln zu Hause. Und wir werden es heute mit den mehr oder weniger Zoom-erfahrenen Menschen heute mit den Teilnehmern und den Zuschauern rund gestalten. Also an die Zuschauer, Sie können sich auch im Chat gerne zu Wort melden und dort Fragen stellen oder Statements an die Runde oder an einzelne Teilnehmerinnen. Und wir werden sowieso gegen Ende dann die Diskussion aufmachen und schauen. Aber wenn es zwischendurch schon interessante Wortmeldungen gibt, können wir sie auch gleich in die Diskussion hineinholen, wie es im üblich ist. Dann werde ich jetzt ein ganz kleines, kurz bebildertes Intro, damit Sie ein bisschen auch als Zuschauer ein bisschen wissen, worum es geht und auch ein paar Bilder im Kopf haben, die vielleicht dann in der Diskussion interessant sind. Und werde jetzt meinen Bildschirm freigeben für ein kleines. Ja, Wachstum und Verzicht ist das heutige Motto, der heutige Titel der Talkshow. Das Thema lag auf der Hand, einerseits natürlich durch die Ausstellung, die nächste Woche mit etwas Verspätung eröffnet, Boden für alle. Andererseits ist in den letzten Jahren auch das Thema Wachstum in der öffentlichen Diskussion sehr stark wieder vertreten und die Kopplung von Wachstum, Wohlstand und Wohlbefinden wird immer öfters in Frage gestellt. Und das geht auch die Architektur und die Architektinnen etwas an, denn auch die sind nach, könnte man sagen, langen Jahren einer gewissen digitalen Sorglosigkeit
darauf gekommen oder verstärkt realisiert, dass Architektur nicht aus dem 3D-Drucker oder aus dem Himmel kommt, sondern dass es um physische Ressourcen und Material geht. Architektur und Boden und Wachstum und Boden, Wirtschaft und Boden sind eng verknüpft. Wachstum ist positiv, produktiv, Wachstum kann aber auch zerstörerisch sein. Hier ein Bild aus der Seestadt Aspern. Wien wächst, Österreich wächst in verschiedenen Formen, mal verdichtet wie in Aspern, mal in Einfamilienhaus, Teppichen, die die Landschaft zersiedeln. Österreich, Zersiedelungs-Europameister, wie man hier ganz gut sieht. Das Wirtschaftswachstum und Bautätigkeit sind auch eng miteinander verknüpft, wie hier ein Beispiel aus China. Aber natürlich ist die Produktion, Bautätigkeit auch immer mit einem Austausch, einem Umbruch von Materialien und auch einem Abbau von Materialien verbunden. Wie man hier sieht, ein seltene Erdenabbaugebiet in China, seltene Erden, die für viele Elektronikgeräte verwendet werden, oder hier ebenso in China eine Kohlemine. Das heißt, überall, wo Wachstum entsteht, entsteht woanders auch Zerstörung. Oder hier Lithiumabbau in Bolivien, Lithium, das wie bekannt für Smartphones, für E-Bikes, für Elektromobilität oder für Solarpanels verwendet wird. Das heißt, auch für die Sachen, die wir eigentlich als ökologisch produktiv betrachten, wird irgendwo physisch Material abgebaut mit den entsprechenden Folgen, wie hier in Bolivien, wo enorme Wassermengen verbraucht werden für den Lithiumabbau. Sprich, also der Transport und die Umwandlung von Materialien hat physische und landschaftliche Auswirkungen und natürlich auch immer Auswirkungen auf den Boden. Die Frage, die uns auch sowohl Ökonomen, Ökologen und auch Architektinnen beschäftigt, ist auch, wer profitiert vom Wachstum? Eine Frage, die ganz zentral in der Ausstellung auch thematisiert wird. Wie wir hier sehen, der viel gerühmte und viel besuchte Highline Park in New York. Mike, ja. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Es geht nicht nur mir so, sondern auch Zuschauern. Wir sehen noch immer nur das erste Bild. Ja, so? Genau. Ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz zumachen und aufmachen. Vielleicht hat er sich irgendwo aufgehängt dazwischen. Entschuldigung. Und der Wunsch war auch nach Fullscreen. Also bei mir war es Fullscreen. Manchmal liegt es am Fullscreen, dass es für die Zusehenden nicht weiterblättert, aber für den Vorhang schon. Ja. So, ich jetzt mal das funktioniert. Ja, jetzt sieht man. Jetzt sieht man die einzelnen Seiten, ja. Gut. Ich versuche es mal mit Fullscreen, ob es jetzt geht. Funktioniert es jetzt? Nein, jetzt funktioniert es wieder nicht. Dann lassen wir es. Ja, genau. Dann bleib in dem in der Ansicht. Genau. Gut, ich werde jetzt nicht nochmal alles sagen, sonst dauert es zu lang, glaube ich. Nur kurz, das, was ich vorher gesagt habe, sieht man jetzt hier im Bild, dann steige ich dann gleich wieder ein. Der Abbau der Materialien, der Ressourcen. Der Highland Park in New York mit Gesamtkosten von 187 Millionen Dollar, davon 77% öffentlich finanziert. 5 Jahre nach Baubeginn waren schon 2 Milliarden Dollar im Umfeld investiert. Plus 25 Milliarden Dollar in den Hudson Yards und die Immobilienpreise um mehr als 200% gestiegen. Das heißt, die Gesellschaft, wir alle schenken etwas her, damit andere davon profitieren. Das ist in New York so, das ist im Waldviertel bei den Ausweisungen von Bauland eventuell genauso. Hier sieht man die Darstellung im Umfeld quasi sternförmig oder radial vom Highline Park, wie die Baupreise und die Bodenpreise gestiegen sind. Ein schönes Zitat dazu: Roads are made, services are improved, electric light turns night into day, water is brought from reservoirs 100 miles off in the mountains, and all the while the landlord sits still. So not one of those improvements does the land monopolist contribute, and yet by every one of them the value of his land is enhanced. Das heißt, Bodenbesitzer können sich zurücklehnen, ohne eigentlich etwas zu leisten, und der Wert ihres Bodens steigt. Und interessant auch, dass das kein Sozialist gesagt hat, sondern eigentlich ein Erzkapitalist, Winston Churchill. Also man sieht, das Thema Boden bringt Wirtschaft, Raum und Architektur zusammen. Es treffen sich Ökonomie, Ökologie und Kultur, und darüber werden wir auch heute sprechen. Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Der berühmte Slogan der Wirtschaftskammer, das mag vielleicht in den 50er oder 60er Jahren so gewesen sein, aber ist es heute immer noch so? Es gibt andere, viele neue und andere Bewertungen, dass Wirtschaft
Wachstums oder der Wirtschaft an sich, zum Beispiel der kanadische Index des Wohlstandes, CIW, der hier ganz deutlich zeigt, dass das Sozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt und der Wohlstand komplett auseinandergehen, erst recht seit der Finanzkrise 2008. Und dass es eben so auch explizit in der Studie keinen Trickle-Down-Effekt des Wohlstands gibt, sondern dass der Wohlstand sich auf wenige beschränkt. Eigentlich schon in den 60er, 70er Jahren ist das Wohlstands, die Wohlstandsideologie in Frage gestellt worden. Damals der berühmte Bericht zum Club of Rome 1972, die Grenzen des Wachstums, wo es damals schon hieß, wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, Umweltverschmutzung und Ausbeutung unverändert anhält, werden die Wachstumsgrenzen im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Das heißt, wir sind jetzt genau bei der Halbzeit der damaligen Prognose und eigentlich tritt das scheinbar auch ein. Das ist das Diagramm des World Earth Overshoot Day, das heißt des Tages, an dem die Ressourcen des Jahres verbraucht sind. Hier schön nach Ländern gestaffelt. Katar fängt schon im Februar an und man sieht natürlich daran auch ganz gute globale Ungleichverteilung dieses Verbrauchs. Also stehen wir jetzt an einem Wendepunkt, einem kritischen Wendepunkt, vermutlich schon. Was sind die Lösungen? Ich hoffe, wir werden heute auch einige zu sprechen kommen. Vor allem, was sind die Lösungen auch aus Sicht der Architektur und der Architekten? Verbietet das Bauen? Sollte man ganz aufhören mit dem Wachstum in der Architektur? Auch Architektinnen und Architekten haben sich Gedanken darüber gemacht. Letztes Jahr der Bund Deutscher Architekten in einem Positionspapier, das Haus der Erde, auch damals explizit: Der Traum vom ewigen Wachstum ist geplatzt und wurde im letzten Mai beschlossen. Wir müssen mehr tun, um der Verantwortung unserer Profession gerecht zu werden und der Klimakrise gerecht zu werden. Es wurden 10 Forderungen aufgestellt. Sie können sie nachlesen, ich muss jetzt nicht alle sagen, aber unter anderem auch die Achtung des Bestands, das Bauen als materielle Ressource, die vollständige Entkarbonisierung und die Kultur des Experiments. Einiges davon aufgegriffen. Und mit recht großer Resonanz bedacht wurde der Vorschlag oder der Plan von Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, diesen September, die das neue europäische Bauhaus ins Leben gerufen hat, mit unter anderem Forderung einer Verdopplung der Renovierungsquote von Gebäuden in 10 Jahren, einer Kreislaufwirtschaft und 5 europäischen Bauhausprojekten. Die Architekten haben sich schon längst Möglichkeiten überlegt, wie man mit diesem neuen Ressourcenbewusstsein umgeht. Es gibt verschiedene Ansätze, zum Beispiel hier von Rotor und Rotor Deconstruction aus Belgien, die eine Art von Materialkreislauf in ihrer Praxis entwickelt haben, so eine Art Tauschbörse von Abbruchmaterialien. Oder hier ein neues Modellprojekt von Florian Nagler in Bad Aibling in Bayern mit dem Titel Einfach bauen, robust bauen, mit 3 Musterhäuser aus 3 verschiedenen Materialien. Das heißt, geht es in Richtung einer neuen Dauerhaftigkeit oder geht es in Richtung einer Austauschbarkeit? Das sind verschiedene architektonische Modelle. Oder um wieder am Schluss auf den Boden zurückzukommen, das Thema des Commons, wie hier von der Open Space Society, zurück zu einem neuen Gemeinschaftsmodell, was Grund und Boden und Bodenbesitz betrifft. So viel zu meiner kleinen Bildeinleitung. Ich hoffe, Sie haben es alle trotz der anfänglichen Probleme ganz gut nachverfolgen können. Ja, wir schauen heute, wie wir diese Themen, sagen wir mal, auf den Boden bringen können. Und ich freue mich schon auf die Teilnehmer. Bevor ich sie vorstelle, darf ich Katharina Ritter bitten, uns einen kleinen Sneak Preview zu geben der Ausstellung, die nächste Woche eröffnet, da wir ja nicht wie ursprünglich geplant 2 Wochen nach der Eröffnung mit der Talkshow am Start sind, sondern quasi vor der Eröffnung. Und bitte Katharina vielleicht uns kurz erklären, worum geht es, was dürfen wir erwarten in der Ausstellung? Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, 2 Wochen nach Ausstellungseröffnung die Ausstellung zumindest hier ein wenig zu präsentieren, und ich freue mich, dass sie nächste Woche wirklich eröffnen darf. Ja, wir haben uns dem Boden in 8 Kapiteln gewidmet und betrachten ihn aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln und wollen dabei vor allem deutlich machen, wie viele Kräfte an diesem Boden zehren. Du hast es eh auch schon in der ganzen Breite erklärt. Wenn wir also vom Boden reden, dann reden wir vom Baustoff, wir reden vom Rohstoff, wir reden von seiner Rolle im klimatischen Gleichgewicht. Wir sprechen natürlich ganz viel über Raumplanung. Also wir wollen auch erklären, wer plant oder wer regelt oder wer bestimmt, nach welchen Regeln
wo und was in Österreich überhaupt gebaut werden darf. Wir sprechen sehr viel über unser Eigentumsverständnis und über das Steuersystem und über die aufgehende Schere zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden. Wir fragen natürlich, wie es sein kann, dass die Kosten der Raumplanung von uns allen, von der Allgemeinheit getragen werden, während die Gewinne der Raumplanung immer priorisiert sind. Wir zeigen also mit dieser Ausstellung vor allem die Komplexität des Themas auf und wollen die aber wieder runterbrechen in einer sehr anschaulichen und leicht verständlichen Art und Weise und vor allem auch deutlich machen, dass es eben all unsere täglichen Entscheidungen sind, die da mitspielen. Also eben die Schuld den Politikern zuzuschieben, ist zu einfach. Wir halten alle dieses System aufrecht, das System von Wachstum. Wir sind davon abhängig, auch wenn wir uns eigentlich bewusst sind, dass die Veränderung dringend notwendig wäre. Und wie schon erwähnt, der Boden geht uns aus. Der Klimawandel ist schon längst da. Die Ernährungssicherheit ist gefährdet. Also es ist wirklich an der Zeit, etwas zu tun. Und was wir vor allem wollen, ist jetzt weniger, oder wir glauben nicht daran, dass die Politik morgen ihre Verantwortung wahrnimmt. Wir wollen vor allem die Wählerstimmen erreichen, die Wählerinnen von morgen, weil dieser Umbruch nur dann geht, wenn es auch eine Bereitschaft in der Bevölkerung dafür gibt. Wir haben natürlich in der Ausstellung aufgezeigt, was die Probleme sind. Das nimmt sicherlich die Hälfte der Ausstellung in Anspruch. Aber die andere Hälfte widmet sich dann auch den möglichen Auswegen. Also wir haben unter anderem ganz viele Beispiele aus der ganzen Welt zusammengetragen, die auch andere Wege aufzeigen, ob das jetzt Nachverdichtung im ländlichen Raum ist, ein anderer Zugang zu Eigentum an Grund und Boden oder neue Formen von, neue oder alte Formen von Landwirtschaft zu betreiben. Also es gibt ganz viele Beispiele in der Ausstellung, die auch zeigen, es geht auch anders und Wachstum muss nicht immer gleichbedeutend mit Verzicht sein. Wir haben uns aber auch angeschaut, wie machen es andere europäische Länder. Wir haben verglichen bestimmte Aspekte der Raumplanung oder der Gesetze, der Verfassung und die mit Österreich verglichen, um aufzuzeigen, es gibt Mittel und Wege und man kann nicht immer nur sagen, das geht in Österreich nicht, weil es scheitert an der Verfassung, es scheitert am Föderalismus. Also sehr viele Dinge wären auch in Österreich möglich. Und darunter gibt es eben auch Beispiele, wenn man mit Bausünden aus den 70er Jahren in Städten umgeht oder fällt mir gerade kein anderes Beispiel mehr ein. Also was wir wirklich anregen wollen, ist eine breite Auseinandersetzung und Diskussion und die Ausstellung soll ja vor allem dann auch in den kommenden 2 Jahren durch Österreich touren, also nicht nur in Wien sein, weil dann heißt es immer, ja, die Wiener wollen eine Bundesraumordnung und wir bestimmen dann, ob irgendwo am Land ein Kindergarten gebaut werden darf, darum geht es nicht. Die Ausstellung soll touren und sie soll wirklich überall die Diskussion anregen. Und damit übergebe ich dir auch schon wieder das Wort. Wunderbar, danke schön, Katharina. Und ich glaube, ja, das hat schon wirklich alle neugierig gemacht, nächste Woche endlich dann zu schauen, was bei euch zu lernen ist. Man hat ja schon gesehen bei der Ausstellung vor 2 Jahren, glaube ich, bei Bornburg Paragraph, wie er es schafft, auch vermeintlich abstrakte Themen wirklich schön rüberzubringen. Dann darf ich jetzt unsere Diskutantinnen und Diskutanten vorstellen. Wie in der Vorschau schon, machen wir es alphabetisch und ich darf anfangen mit Christian Felber. Herzlich willkommen, Christian Felber, Publizist, Initiator der Gemeinwohlökonomie, studierte Spanisch, Politik, Psychologie und Soziologie, war 2000 Gründungsmitglied von ATTAC Österreich, Initiator der Gemeinwohlökonomie und des Projekts Bank für Gemeinwohl, Dozent an mehreren Hochschulen und Autor zahlreicher Bücher, unter anderem die Gemeinwohlökonomie, das Wirtschaftsmodell der Zukunft und zuletzt This is not Economy, Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Hallo und guten Abend. Von Seiten der Architekten, also Team Architektur, vertritt heute Verena Mörkel, Leiterin des 2003 gemeinsam mit Christoph Mörkel gegründeten Büros Superblock in Wien, die sehr aktiv sind mit Schwerpunkt vor allem im Wohnbau, fast allen Stadträndern Wiens aktiv, Adborn, Nordbahnhof, Floridsdorf und Eurogate und in den Wiesen.
mit Mut zur Dichte und zur großen Dimension, aber auch mit sozial innovativen Modellen, wie etwa der Baugruppe Wohnen mit Schaf im Nordbahnhof. Willkommen, Verena. Hallo. Andreas Novi ist Sozioökonom und außerordentlicher Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien, Obmann der Grünen Bildungswerkstatt gewesen und Leiter des Instituts für Multilevel Government and Development an der WU. Beschäftigt sich seit Jahren mit den Möglichkeiten eines guten Lebens für alle, mit Schwerpunkten auf Sozialökonomie, Sozialökologie und auch Stadt- und Regionalentwicklung. Das heißt, es gibt hier eine Nähe zu Raumordnung, Raumplanung und Architektur mit Forschungsprojekten wie zum Beispiel 2007 bis 10 Social Policy über die Rolle von Städten für den sozialen Zusammenhalt. Herzlich willkommen, Herr Novi. Wolfgang Pauser ist Kulturpublizist, studierte Philosophie, Kunstgeschichte, Doktor der Rechtswissenschaft und absolvierte das Postgraduate-Studium, Museums- und Ausstellungskurator an der Donau-Uni Krems. Auch Ausbildung kuratiert, arbeitete als Kunstkritiker für den Standard und als Essayist für die Presse sowie für die Neue Zürcher Zeitung, die Zeit und viele andere Medien. Und ist freiberuflich tätig in den Bereichen Forschung, Markenentwicklung, Beratung, Konzeption und Text für Unternehmen und Agenturen. Willkommen, Herr Pauser. Guten Abend. Und alphabetisch, aber nur alphabetisch zuletzt, Astrid Rössler, Abgeordnete zum Nationalrat für die Grünen, nebenher Unternehmensberaterin und Mediatorin und auch die erste aktive Politikerin unter unseren Gästen in der Geschichte des Club Architektur. Von 2013 bis 2018 Landeshauptmannstellvertreterin, Landesrätin und Landessprecherin der Grünen im Land Salzburg, Spitzenkandidatin im Land Salzburg für die Nationalratswahl 2019 und ist seit 2019 Abgeordnete zum Nationalrat, stellvertretende Clubobfrau und Umweltsprecherin der Grünen. Herzlich willkommen, Frau Rössler. Schönen guten Abend. Ja, vielleicht fangen wir gleich in medias res an. Bei Ihnen, Frau Rössler, kann ich jetzt ganz schön aufgreifen, was Katharina Ripper gesagt hat. Nicht der alleinige Glaube an die Politik wäre jetzt auch Motivation für die Ausstellung gewesen. Das ist natürlich auch eine Frage, die man gleich an Sie weiterreichen kann. Es gab ja auch ganz aktuell heute eine Pressemeldung von Ihnen, die, ich kurz zitiere, also tatsächlich ist die jahrzehntelange verfehlte Raumordnungspolitik die Wurzel vieler unserer Umweltprobleme, vom Artensterben bis zu steigenden Verkehrsemissionen, und Sie fordern auch einen radikalen Wandel in der Raumordnung und eine Reduktion des Flächenverbrauchs auf 2,5 Hektar pro Tag bis 2030. Das heißt, man fragt sich ja immer, warum gerade Österreich bei der Versiegelung zur Siedelung so ein Anti-Musterland sind und wo die Hebel sind. Das heißt, und die Frage reicht jetzt gleich an Sie weiter, Frau Rössler. Warum sind wir denn hier so schlimm und was kann man tun? Ja, ich war 5 Jahre lang als Raumordnungslandesrätin sozusagen an der Quelle, sage ich, des Themas. Ich sage jetzt gar nicht Problems. Und natürlich ist die Kompetenzverteilung in Österreich mit der Widmungskompetenz bei den Gemeinden, also die örtliche Raumplanung machen die Gemeinden, das heißt die Bürgermeister, die Gemeindevertretungen. Das hat sich rückblickend als insofern schwierig, weil so verwoben mit den persönlichen Bedürfnissen. Und damit wird die Raumordnung und der Umgang mit dem Boden wird so zum persönlichen Interesse. Und dort beginnt sicher die Schwierigkeit, nach fachlichen und allgemeinen Interessen zu entscheiden. Also sehr stark wird das auf quasi der Anspruch, dass dieses Land, dieses Stück Land gehört mir und damit möchte ich auch machen können, was ich will. Es ist sicher ein sehr stark verbunden mit Eigentumsbegriff, auch mit Freiheit und Unabhängigkeit, dass sehr viele Traumbilder, die immer noch sehr stark in uns drinnen sind, unabhängig, das Haus im Grünen, das wird immer noch vermittelt, durchaus auch natürlich in der Immobilienbranche ganz stark und auch in der Sprache der Architektur, dass praktisch dieses alleinstehende Haus sehr stark noch als Ideal gesehen wird. Und dann natürlich auch verbunden, und dem würde ich gerne auch näher noch nachspüren, verbunden mit dem Wunsch, sich auch
so etwas wie Sehnsucht nach Ruhe und nach Ungestörtheit und nicht beeinträchtigt werden von Lärm und von Nachbarn und Störung. Also da, die Sehnsucht dahinter, die da auch zum Ausdruck kommt. Und dann auf der anderen Seite natürlich ganz beinharte finanzielle Interessen, also Spekulation und die Gier, die absolute Gier und der Wunsch nach Spekulationsgewinnen und sich einen Vorteil verschaffen, wenn man quasi schon weiß, dort wird was umgewidmet. Und das reicht natürlich ganz stark in die politischen Strukturen hinein, in einer Gemeinde. Wer hat Einfluss, wer hat Macht? Da geht es dann richtig hart zur Sache. Also es ist, für mich ist es eine Gemengelage, wo die Politik eine hohe Verantwortung hat, die sie nicht in dem Ausmaß wahrnimmt. Also Raumordnung anzugreifen ist sehr schnell, sehr viele Gegner zu haben und sich eigentlich mit allen anzulegen. Es verdienen ja alle an diesem Wahnsinnsflächenverbrauch und dieser Flächenzerstörung. Alle verdienen dran. Vom Grundeigentümer bis zum, also alle Strukturen handwerklicher, finanzieller und sonstiger Machtstrukturen in einer Gemeinde, in einer Region profitieren davon, dass wir täglich diese 17, 20, wie viele Fußballfelder zerstören und umgraben. Und das muss man auch ganz realistisch sehen, wenn nicht die Konsequenz gezogen wird, dass wir sagen, Klimaschutz ohne Bodenschutz können wir vollkommen vergessen. Da brauchen wir über was anderes gar nicht nachdenken. Und den Boden auch nicht nur als Unterlage zu begreifen, sondern auch als Lebensraum. Also alle unsere Ökologie nimmt den Ausgang im Boden, in der Bodenqualität, in der Bodenbeschaffenheit, in einem gesunden Boden. Und eigentlich machen wir komplett das Gegenteil. Und auch darüber zu reden und anders als es wirklich so eindringlich, aber auch einladend mit guten Lösungen zu beschreiben und zu, also auch auf Gemeindeebene mit Partizipationstools zu thematisieren. Davon gibt es vieles, um die von der Sehnsucht bis zur Macht und zur Gier, das alles auch in einem, also Hand anzulegen an alles, was die Böden derzeit rafft und zerstört in einem Ausmaß, das ist ja unbeschreiblich ist. Und ich spreche deshalb von Salzburg, weil Salzburg hat nur 20% Dauersiedlungsraum. Und da ist der Druck in jeder Richtung, also der Druck, das habhaft zu werden, dieser sparsamen Flächen in einem Tourismusland und dann sozusagen auch sich den Vorteil zu verschaffen. Also das hat dann schon noch einmal eine starke Dimension. Und ich glaube, nur deshalb war es möglich, auch das Thema Raumplanung in diesem dreijährigen Prozess, in der Novelle, in der viel Gutes gelungen ist und auch viel besprochen wurde und viel offengelegt wurde, überhaupt, dass es gelungen ist. Das heißt, Sie würden auch jetzt eine Bottom-up und Top-down gleichzeitig vorschlagen, weil immer die Frage ist, wie schafft man einen Bewusstseinswandel oder muss man einfach, hilft es einfach nur, wenn man ganz scharf mit Gesetz auf der gesetzlichen Ebene reingeht, weil man sonst dem Bürgermeister, der seinen Freunden das Bauland widmet, einfach nie zum Umgehen politisch kommt. Ist es Harakiri. Also ich spreche aus Erfahrung, wenn du diese Widerstände wirklich auch aufgreifst und bis zu einem guten Ende bringst, kommst du nicht über die nächste Wahl hinweg. Das muss man so sagen, ja. Gut, bevor wir jetzt dann gleich zu dem Wirtschaftsexperten hier kommen, wollte ich noch das aufgreifen und ein bisschen auch die Kultur- und mentalitätsgeschichtliche Dimension erfragen. Vielleicht Herr Pauser als erfahrener Kulturanalyst. Man fragt sich ja gerade Österreich, wo jetzt die Themen wie Landschaft und Natur und Heimat so hochgehalten werden, warum ist gerade Österreich denn so schlimm beim Bauen und Zersiedeln? Was für eine kognitive Dissonanz ist da am, was für Mechanismen sind da am Start oder sind es dann einfach nur reine, wie Frau Wessler schon angedeutet hat, halt einfach wirtschaftliche Profitinteressen, die jeder Mensch hat? Ich möchte mit einer persönlichen Erinnerung einsteigen in dieses Thema. Ich bin als Kind mit dem Architekten Johannes Spalt viel in der oberösterreichischen Landschaft herumgefahren
Und er war ein leidenschaftlicher Beschimpfer der Zersiedelung und des Hausbaus, der diese Landschaft sehr verwandelt hat. Er hat mit großem Elan von Hundshütten mit Geisterpatschenverputz gesprochen. Und das fand ich zunächst sehr überzeugend. Meine Haltung ist heute eine andere. Ich sehe darin sozusagen aus einer urbanen, ästhetischen Perspektive herkommendes Bedürfnis von Stadtmenschen und Designern eine Landschaft im Sinne des 19. Jahrhunderts am Land erblicken zu wollen. Und die Menschen am Land finden aber diese Häuser schön. Genau deshalb bauen sie sie. Und diese Menschen wollen auch, die finden auch diese zersiedelte Landschaft schön. Es ist eine vollständige Übereinkunft mit ihrem Weltbild, mit ihrem Wertebild, was natürlich Kulturwiener am Wochenende dann lieber sozusagen ein schönes Bild dort konsumieren würden. Das ist eine zumindest demokratisch nicht zu legitimierende Position, aber sehr wohl eine ästhetisch zu legitimierende. Spalt hat damals in seiner Wut auch den Vorschlag gemacht, man sollte doch alle Häuser am Land mit Naturholz die Fassaden verkleiden, dann wäre es schon ein bisschen angenehmer. Ja, interessant, wie die Vermischung von ästhetischer Dimension und wie auch sie mit dem Stadt-Land-Gefälle zu tun hat und wie auch diese Kultur mit dem Boden zu tun hat. Ich habe auch eine Recherche gemacht, die sie hat zum Thema, warum so viele Häuser gelb sind und vor allem in ganz scheußlichem Gelb angemalt. Und es gab schon, meine Arbeitstheorie wurde dann bestätigt, dass es auch ein Ost-West-Gefälle gibt und ein ehemaliger führender Raumplaner in Niederösterreich hat auch gesagt, dass natürlich in den Gegenden, die früher mehr vom Feudalismus geprägt sind, auch die Leute in ihrer ästhetischen Vorliebe ein bisschen die Architektur der Herrschenden nachahmen. Und deswegen ist eher in Niederösterreich und im Burgenland sieht man sehr viele von diesen Mini-Schönbrunns, die man eben in Westösterreich weniger sieht. Also das nur jetzt so, weil die Langzeitfolgen von Grundbesitz auf unsere ästhetischen Vorlieben. Verena Merkel, das geht natürlich auch gleich in Richtung der Architektur. Ihr seid ja auch sehr viel in der Bautätigkeit der Verdichtung und operiert mit diesen Parametern von Dichte. Und man beobachtet schon, dass das Wien in den letzten Jahren ja wirklich die Dichte immer weiter hochschraubt. Wo sind denn da die Grenzen, was die Verträglichkeit dann auch die Baukultur betrifft und wie geht man damit um und wie geht man damit, um das, was Herr Pauser gesagt hat, die Vorlieben oder die ganz anderen Situationen eher in ländlichen Regionen, wie geht man da als Architektin um, was sind da die Hebel? Ja, also grundsätzlich möchte ich noch einmal ein bisschen darauf referenzieren, was die Frau Rössler gesagt hat. Ich kann mich dem noch voll anschließen. Und vor dem Hintergrund, dass es Klimaschutz eigentlich nicht ohne Bodenschutz gibt, appelliere ich wirklich ganz klar, das im Sinne eines langfristigen Denkens doch auch politisch anzugehen, dass der Diskurs von einer Partikularinteressensdiskussion auf eine fachliche Diskussion gehoben wird. Also ich glaube, das ist extrem wichtig. Es erklärt nämlich auch ein bisschen dieses Stadt-Land-Gefälle. In den Ballungsräumen und in den Städten, vor allem in Wien, gibt es eine Stadtplanung. Und es gibt eine Raumplanung und der Diskurs wird zwar nicht immer, aber doch sehr oft auf einer fachlichen Ebene geführt. Mhm. Es werden Dichten ausgewiesen, die als verträglich erachtet werden. Es wird in Zentren, die öffentlich gut erschlossen sind, nachverdichtet. Es wird strategisch überlegt, wie mit der Bodenressource umgegangen wird. Und der Boden ist eine fixe Größe, also wir können ihn nicht
Es ist etwas, was nicht mehr wachsen wird in Zukunft. Und ich glaube, wir müssen uns alle wirklich immer vor Augen führen, dass der Boden eigentlich ein, doch im meisten, in den größten Teilen Österreichs, ein im Privatbesitz befindliches Allgemeingut ist. Und das muss man auch irgendwie so kommunizieren. Es gibt mit diesem Besitz eine Verantwortung, die man hat. Und diese Verantwortung wird eigentlich sehr oft nicht wahrgenommen. Also es ist wirklich eine, also vor allem am Land ist es zum Haare raufen. Wir haben kein Raumordnungsgesetz in Österreich. Wir wachsen in Gemeinden, die eigentlich überhaupt kein Wachstum haben, die Baulandausweisungen auch überhaupt nicht benötigen. Einfach nur, weil es dort ein Partikularinteresse gibt von Bauern, der mit dem Bürgermeister gut befreundet ist. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn und es ist quasi nicht wirklich fachlich zu erklären. Also es ist eigentlich fachlich ein Vollhuller, um da jetzt einmal dieses Wort zu benutzen. Zurückzukommen auf das Einfamilienhaus. Das ist natürlich, also in der Architektenschaft gibt es ja mittlerweile den Diskurs, dass man sagt, verantwortungsvolle Architekten sollen überhaupt keine Einfamilienhäuser mehr bauen. Also wir sollen solche Aufträge überhaupt nicht mehr annehmen. Das ist ein strukturell falsches Produkt, ein Einfamilienhaus. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Einfamilienhausgebiete und es ist nach wie vor das am höchsten nachgefragte Immobiliengut. Also wenn man die Wohnform abfragt in Österreich, dann ist es das Einfamilienhaus. Ich denke nur, wir sollten diese Diskussion vielleicht doch auch noch einmal führen, weil das Einfamilienhaus natürlich auch soziologisch etwas mit uns macht. Wir sitzen dann alle in unserem Einfamilienhaus, wir haben unseren schönen Garten drumherum, wir haben das Auto, weil das Einfamilienhaus ist meistens nicht gut erschlossen, mit dem wir dann zur Arbeit fahren und zwei, drei Autos und wir sind überhaupt nicht mehr gezwungen zu interagieren mit niemandem. Also wir sind unsere Insel und wir verhalten uns auch so. Und ich denke, das ist ein Stück weit auch das Problem, das wir als Gesellschaft haben. Dass dieses meins oder ich bin ich und das gehört mir und da ist mein Zaun drumherum. Ich wage zu behaupten, das macht mit uns als Gesellschaft was. Ich wage auch zu behaupten, Kinder und Jugendliche, die in Mehrfamilienhäusern aufwachsen, verhalten sich anders, interagieren anders als Kinder, die in ihrem Einfamilienhaus aufwachsen, wo, ich weiß nicht, im Quadrat, im Umkreis von 20 Metern der nächste Nachbar nicht zu sehen und vor allem nicht zu hören ist. Also grundsätzlich glaube ich, es ist weniger eine Frage der Gestaltung, sondern es ist eine strukturelle Frage. Ob das Einfamilienhaus dann gelb ist oder rot oder eine Holzfassade hat, ist eigentlich eh schon wurscht. Es ist strukturell einfach falsch. Und jetzt haben wir diese Strukturen schon. Ich glaube, wir haben genug Strukturen. Wir haben genug Einfamilienhäuser in Österreich, um der Nachfrage auch einen Bedarf einen Bestand entgegenzustellen, weil das Einfamilienhaus funktioniert ja für manche dann wieder nicht mehr. Wenn man älter wird, wenn man pflegebedürftig wird, wenn man Essen auf Rädern konsumieren muss, wenn man Betreuung braucht, dann funktioniert das Einfamilienhaus wieder nicht. Dann müsste man vielleicht aus dem Einfamilienhaus raussiedeln, doch in einen gemeinschaftlichen Wohnungsverband. Und dann ist ja das wieder etwas, was zur Verfügung steht und am Markt steht. Das heißt, ich denke, wir sollten viel, viel mehr darüber diskutieren, wie wir eigentlich mit dem Bestand umgehen, wie wir mit Innenverdichtung umgehen, wie wir damit umgehen, dass wir auch am Land Ortskerne aufwerten, Kleinstädte attraktiver machen. Wir brauchen massive, sage ich mal, Flexibilisierung der Bauordnungen, weil der Altbestand ist gleichbehandelt mit dem Neubau. Das ist absurd. Wir brauchen Erleichterungen. Also die Latte ist groß. Unsere Hausaufgaben sind, glaube ich, extrem lang. Und ich glaube, es ist keine Frage von schön oder schier, sondern es ist eine Frage wirklich von strukturell richtig oder falsch. Und ein Wort noch zur Dichte. Ich glaube, dass Dichte auch vor dem Hintergrund dieser begrenzten Ressource des Baulandes viel, viel intensiver diskutiert werden muss und dass Dichte einen negativen Impact hat, das, glaube ich, sollten wir mal wirklich auch hinterfragen, weil eine Bewohnerdichte in einem Stadtteil gewährleistet nicht nur, dass ich bessere Infrastrukturversorgung gewährleisten kann als öffentliche Hand, weil ich es mir einfach leisten kann,
sondern auch, dass ich sowas habe wie Geschäfte, die dann plötzlich wieder funktionieren, wenn mehr Leute dort wohnen, Erdgeschosswohnen, vielleicht öffentliche Räume, die besser gestaltet sind, mehr aufnehmen können. Also ich glaube, wir sollten wirklich diese Angst vor der Dichte, vor allem natürlich in den Ballungsräumen, einfach wirklich einmal abbauen. Das ist, und da müssen wir uns wirklich ganz offensiv dem Diskurs stellen, weil da diskutieren wir auch gegen die Politik und auch gegen die Bevölkerung. Und das ist auch eine Harakiri-Aktion. Also auch diese Diskussion müssen wir führen. Ja, ich wollte, fiel mir auch gerade ein, dass natürlich dieser ganze Streit um Nachverdichtung, es ist aus Sicht der Politik natürlich wirklich zum Teil Harakiri, weil man da enorme Widerstände hat. Ja. Verena Merkel hat uns ganz gutes Stichwort zur Überleitung geliefert. Du hast es schon gesagt, das Allgemeingut im Privatbesitz. Und ich fand es auch in der Lektüre des Katalogs zur Ausstellung, ich halte ihn nochmal hoch, sehr interessant, dass dort auch in die Geschichte des Grundbesitzes und unseres Umgangs mit Boden gegangen wird und dass man dadurch sehr schnell realisiert, dass das Grundeigentum gar kein Naturgesetz ist, sondern dass es immer ganz andere Modelle gab und dass auch zum Beispiel in England der Begriff der Commons, also dieses gemeinschaftlichen Grünlandes, ja eigentlich auch erst recht spät quasi annektiert wurde und heute gilt es als normal, dass es privat ist. Das bringt mich zu Christian Felber, der sich ja auch schon lange mit dem Thema des Gemeinwohls und des Gemeinsamen beschäftigt. Herr Felber, Sie haben sich ja auch mit der Geschichte des Commons oder des Gemeinschaftlichen und des Privaten beschäftigt. Welche Rolle spielt denn da Boden und Grundbesitz in ihrer Denkweise oder in ihren Wirtschaftsmodellen? Ja, also ich bin jetzt kein Historiker und habe mich auch nicht schwerpunktmäßig mit der Geschichte des Eigentums oder des Grundeigentums befasst. Aber dennoch, überblicksmäßig habe ich mir ein Bild gemacht und es ist zutreffend. Privateigentum ist was relativ Junges, ist sozusagen die historische Ausnahmeerscheinung, deren Schattenseiten sich jetzt bemerkbar machen. Es steht schon in der Bibel, ich bin kein Katholik, aber in der Bibel steht ja schon, das Land ist nicht eures, es ist des Herrn und ihr habt es nur gepachtet. Also da wäre eigentlich ein ganz klarer Auftrag, dass es kein Privateigentum geben sollte. Es gibt auch heute noch viele Länder, wo nicht einmal die Bauern das Land besitzen, sondern gemeinschaftlich bewirtschaften als Gemeingut. Und sogar unser berühmtes Wort der Alm, das hat zwei mögliche linguistische Herkünfte und eine der beiden möglichen Herkünfte ist die Almende, also dass die Alm eben ein Gemeinschaftsgut ist und gemeinsam bewirtschaftet wird und damit kein Privateigentum ist. Und vielleicht für die den klassisch wirtschaftswissenschaftlichen Reflex jetzt verspüren, dass ja Gemeingüter nicht funktionieren, gerade das hat die erste weibliche Wirtschaftspreisträgerin, die Eleanor Ostrom, schön dargelegt. Wenn man einfach nur sinnvolle Regeln macht für Gemeingüter, dann funktionieren sie nicht nur genauso gut wie Privateigentum, sondern sogar besser. Und Privateigentum wäre ja eigentlich geregelt. Es steht zum Beispiel im deutschen Grundgesetz die Gemeinpflicht des Privateigentums in Artikel 14, aber die fehlt dann in den Umsetzungsgesetzen. Also in den Umsetzungsgesetzen kann man dann mit Grund und Boden auch Zerstörung anrichten. Also man kann zum Beispiel die Bodenfruchtbarkeit verringern, man kann die Artenvielfalt dezimieren, man kann das Grundwasser verschmutzen, ohne dafür zur Verantwortung und zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und ja, und darum haben wir da halt den Gedanken einer gemeinwohlorientierten Ökonomie entgegengesetzt, sodass der verantwortliche Umgang mit Eigentum auch einklagbar wird. Das heißt, wer das Grundwasser verschmutzt oder die Bodenfruchtbarkeit senkt oder die Artenvielfalt dezimiert, verliert den Anspruch auf ein Eigentumsrecht als in einem ersten Schritt. Persönlich würde ich sogar so weit gehen, dass es überhaupt kein Eigentum an irgendeiner Form von Natur geben sollte. Das ist meine persönliche Ansicht und das wäre eigentlich nur wieder zurück zu der Philosophie der meisten Indigenen oder eben auch der Bibel kurioserweise. Aber als ersten Schritt wird es schon ausreichen, dass das Eigentum gemeinpflichtig wird und dass zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz erstellt werden muss. Und siehe da, die ersten Gemeinden, die eine Gemeinwohlbilanz machen, die betreiben damit nicht Harakiri,
Ich nehme das Beispiel Kirchhorn-Schöring in Bayern, das ist die erste Gemeinwohlgemeinde Bayerns. Und die haben es tatsächlich gemeinsam beschlossen, dass ein Zersiedelungsstopp stattfindet. Das heißt, es werden dort keine Einfamilienhäuser mehr gebaut. Es geht zurück in die Verdichtung. Und die argumentieren das einfach ganz cool. Die sagen, es gibt keine Studien, die einen Zusammenhang zwischen Zersiedelung oder einem höheren Anteil der Bevölkerung in Einfamilienhäusern mit einer steigenden Lebenszufriedenheit oder Glück nachweisen. Eher im Gegenteil. Ne? Wir verbrauchen immer mehr Fläche und Material und werden tendenziell unglücklicher, wie Sie in Ihren einführenden Worten gesagt haben. Von daher stehen die einfach dazu und das Bewusstsein kann man in die eine oder in die andere Richtung verändern. Und die versuchen einfach mutig, das Bewusstsein wieder in Richtung der Fakten zu verändern und fahren sehr gut damit. Wie viele von diesen Gemeinden gibt es denn inzwischen? Wir sind noch sehr am Anfang, weil wir haben mit Unternehmen begonnen. Da haben wir derzeit ungefähr 800 bis 900, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Und eine Gemeinden haben wir ungefähr 50, die bisher eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Wir haben jetzt 10 Jahre nach unserem Geburtstermin sozusagen, haben wir die erste Gemeinwohlstadt ausgezeichnet. Und das ist eine sehr kleine Stadt mit 20.000 Einwohnerinnen in Westfalen. Wir werden dann vielleicht auf diese administrativen oder gemeindepolitischen Aspekte noch zurückkommen. Ich wollte jetzt noch eine Querverbindung von Verena Mörkel zu Andreas Novi schaffen. Nämlich Verena hat auch beim Thema Dichte oder beim Thema des Urbanen auch diesen Gemeinschaftsaspekt, das Zusammenleben sehr stark unterstrichen. Andreas Novi, Sie haben sich ja auch lange damit beschäftigt, auch mit der Rolle von Städten für den sozialen Zusammenhalt. Was sind denn aus Ihrer, sagen wir mal, aus Ihrer professionellen und forscherischen Warte heraus die Stellschrauben und was für eine Rolle hat der Boden für die Gesellschaft, ja, für unser Zusammenleben? Ja. Sagen, um einfach die Diskussion aufzugreifen und um einen Aspekt zu erweitern, weil vieles ganz Richtiges gesagt wurde, was, glaube ich, nicht gesagt wurde und was ganz wesentlich da noch dazu kommt, ja, und was auch den Zusammenhalt in der Stadt gefährdet, ist der Umstand, dass Boden sowie Arbeit im Kapitalismus zu einer Ware geworden ist. Und das war nicht immer so. Ja? Und Karl Polanyi nennt das ja auch fiktive Waren, ja? Waren, die eigentlich nicht zu diesem Zweck geschaffen wurden. Und diese Eigenartigkeit der Ware Boden, die schafft uns seit 200 Jahren bestimmte Probleme. Und in den letzten Jahren, seit der Krise 2008, noch einmal besonders. Ja? Weil Boden zu einer Ware zu machen, heißt, dass zwei Ansprüche miteinander konkurrieren. Ja? Der Anspruch des Anlageobjekts und der Anspruch, dass man am Boden auch leben will, ja, als Wohnraum. Ja. Und wenn man, wie seit 2008, ein Wirtschaftssystem hat, das zunehmend Schwierigkeiten hat, in der Realwirtschaft produktive Anlagen zu finden, einerseits. Andererseits eine Europäische Zentralbank hat, die fast gezwungen ist, um noch Schlimmeres zu verhindern, extrem viel Geld in Umlauf zu bringen, dann ist die Folge, ja, dass die Vermögenden, die über dieses Geld verfügen, sich Anlagen suchen. Sie finden es eben immer weniger in der Realwirtschaft. Sie vertrauen nicht so recht den Aktien und dann wird eben Grund und Boden zu einer Anlage. Ja? Und in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren ganz besonders, und wir sehen hier, man behauptet, die Zentralbanken sind dafür da, die Inflationsraten zu bremsen. Ja, aber wir beobachten gerade bei Grund und Boden eine unglaubliche Inflation der Vermögenswerte. Und das heißt, dass neue Player sich um den knappen Boden in der Stadt streiten mit denjenigen, die ihn zum Leben brauchen. Ja, andere Städte kennen das schon viel länger, London, Paris. Ja, bei uns wird das jetzt langsam auch ein Thema, nicht nur in Wien, auch in Salzburg und in Innsbruck, anderen Städten. Und darin sehe ich ein ganz zentrales Problem der
der städtischen Entwicklung und die damit verbundenen auch Ungleichheiten, Zerwürfnisse auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine extrem bedenkliche Konzentration von Vermögen, sei es in der Form von Finanzen, aber eben auch von Immobilien. Es gibt ja auch in der Ausstellung, auch im Katalog, es gibt ja auch quasi jetzt auch Bayern mehrmals schon zur Sprache kam oder Deutschland, es gibt ja auch Best Practice Beispiele, wie versucht wird, diesem einseitigen Gewinn von wenigen, die in das Betongold investieren, eben in die wahre Boden oder in die wahre Grundstück wieder was abzutapfen für die Gemeinschaft. Also gerade in Basel, in der ja keineswegs kommunistischen Schweiz, ist man ja da schon sehr weit vorne. In München gibt es die soziale Bodennutzung. In Österreich heißt es immer, dass die Verfassung das so schwierig macht und dass es da nicht so leicht geht. Frau Wessler, wie sind denn da Ihre Erfahrungen, wie weit man da auch wirklich mit solchen Bodenabgaben operieren kann? Wir müssen das Mikro anschalten, bitte. Wo ich gemerkt habe, dass man in der Diskussion mit den Gemeinden und auch der Bevölkerung sehr schnell Gemeinsamkeiten findet. Das ist das Thema, wie soll denn eine Gemeinde, eine Kleinstadt sich entwickeln, dass man sehr schnell drauf kommt, ja, wir brauchen wieder eine Belebung der Ortskerne. Also das ist das drängendste Problem im ländlichen Raum. Und wir haben auch in Salzburg Förderprogramme gestartet, die also darauf abzielen, wieder verstärkt im Zentrum Entwicklung zuzulassen, Erdgeschosszonen, alles, was vorhin auch genannt worden ist. Und da braucht es aber Geld. Also das ist tatsächlich das, was hier auch als Städtebauförderung schon angesprochen worden ist. Wir müssen alles tun, um wieder zu quasi in das Zentrum zurückzuholen, die Aktivitäten. Dann laufen wir auch nicht Gefahr, dass der gesamte, die Abwanderung weiter zunimmt, dass die Arbeits- und Lebensmöglichkeiten schlechter werden, gerade in ländlichen Regionen. Und diese Finanzierungsmöglichkeiten, das müsste gekoppelt sein, und das hielt ich für eine Chance, wenn man sagt, Klimacheck für Gesetze und Förderungen, dann wird es halt auch so etwas wie einen Bodencheck geben oder wie man es benennt, um öffentliche Gelder dorthin zu lenken, wo Entwicklungen sich richtig und nach Nachhaltigkeit, nämlich nach Nachhaltigkeitskriterien im Sinne von Klimaschutz, im Sinne von Bodenschutz, Biodiversitätsschutz entwickeln können. Und Deutschland macht das vor, da gibt es diese Förderprogramme, städtebauliche Förderprogramme. Und das hielt ich für ein wichtiges, positives Förderinstrument auch für Österreich. Das ist auch ein Teil dieses, sage ich mal, Bodenschutzpaketes, das es jetzt schon einmal so in Ansätzen im Regierungsprogramm gibt und auch schon einmal als Beschluss. Also da zeichnet sich ein vorsichtiger Konsens ab, aber der natürlich noch nicht fertig ausformuliert ist von den Zuständigkeiten auch, was auf Bundesebene möglich ist. Raumplanung ist, es gibt eine Fachplanungskompetenz, da kann man schon einhaken, da kann der Bund sehr wohl auch als auf Bundesebene auch quasi Grundlagen einer Planungskompetenz, die kann er auch ausgestalten. Aber das reicht aus jetziger Sicht natürlich nicht hinunter bis in die Flächenwidmungsplanung. Natürlich könnte man mit dem Finanzausgleich gegenüber den Gemeinden auch, hätte man auch einen starken Hebel zu sagen, wie schaut denn die Nachhaltigkeitsbilanz aus, wie viel gewidmetes Bauland ist denn nicht bebaut, wie hoch sind die Baulandreserven, wie schaut eure Siedlungsentwicklung aus? Gibt es ein Energiekonzept für die Gemeinden? Also es gibt aus meiner Sicht zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, da gibt es viele Durchflüsse, über die man reden kann und sagt, nehmen wir das Thema Boden ernst. Wenn eine Aufsichtsbehörde konsequent ist, kann sie natürlich viel Gutes bewirken. Ich habe Widmungen auch einmal abgelehnt, was ein Tabubruch war, und natürlich macht es dann etwas mit der Gemeinde, wenn ich sage, ich kann euch nicht Neues widmen, weil ihr habt einen 10-jährigen Baulandbedarf ausgewiesen und mehr geht nicht. Im Gesetz kann ich nicht drüber gehen, und nutzt doch die Reserven, die ihr habt.
dann entsteht Bewegung in der Gemeinde und dann entsteht aber auch eine Diskussion, wo man sagt, ja, wie viel Fläche brauchen wir denn und wer hat denn überhaupt gewidmete Flächen, die er gar nicht nutzt? Also hier wirklich ja, ganz weit unten auch anzusetzen und zu sagen, es geht wirklich um den Boden, auf dem wir stehen und wir müssen, wenn wir Lebensqualität wollen, woanders ansetzen, als immer nur der einfachste Widerstand ist, wieder am Rand irgendwas dazu zu widmen. Und natürlich macht was mit der Gesellschaft. Diese Zentrifugalkräfte des Bauens in die Zersiedelung sind auch die Zentrifugalkräfte im Zusammenleben. Ich kann das 1:1 nachvollziehen. Es macht was mit einem Zusammenhalt, wenn immer mehr Platz dazwischen auf einmal aufgeht, ganze Weiten. Ja, es gibt ja auch Beispiele, zum Beispiel in Vorarlberg, wo sich ein paar benachbarte Gemeinden zusammengetan haben, um das gemeinschaftlich zu regulieren, um eben aus diesem Druck rauszukommen. Also es gibt ja auch schon ganz gute Ansätze, also Eigeninitiative auch auf dieser Ebene. Ich würde ja generell auch ab jetzt, wo, glaube ich, alle gleichmäßig zu Wort gekommen sind, noch gut ermutigen, Sie können sich gerne auch gegenseitig ins Wort fallen oder bei Handzeichen melden, wenn Sie etwas zu sagen haben. Ah, gibt schon. Ja, Verena und Christian Felber. Ja, also ich kann dem nur beipflichten. Ich muss aber jetzt sagen, die Zentrumsverdichtung oder auch die Dorferneuerung, wie es ja in ländlichen Regionen heißt, da muss man schon auch sagen, dass man da an den logistischen Rahmenbedingungen schrauben muss. Und zwar nicht nur auf einer Raumordnungsebene, sondern letztendlich auch auf einer Objektebene. Ich habe es vorher kurz angesprochen, aber es ist wirklich der Hemmschuh für Bestandsbauten, ist, dass sie behandelt werden, wie wenn sie Neubauten wären. Das heißt, ich muss sämtliche Brandschutzanforderungen, Behindertenanforderungen, bauphysikalische Anforderungen erfüllen. Das verteuert die Sache ungemein und ich denke, dass wir da einfach flexibler werden müssen. Wenn wir sagen, wir haben alte Strukturen, die sind Bestand und die muss man irgendwie innovativ nutzen können und das ist sinnvoll, dann muss man das erleichtern und nicht erschweren. Und das ist etwas, was im Moment einfach auch nicht passiert. Also das greift wirklich auch niemand an. Es gibt ein paar gute Beispiele, wo sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit unglaublichem Engagement darum bemühen, im Ortszentrum etwas zu machen. Es ist wie eine Operation am offenen Herzen verglichen mit einer geplanten Blinddarmoperation. Also im Bestand zu bauen und zu planen, ist ungleich schwieriger. Und da muss man wirklich sagen, da muss man auch mit den Richtlinien, mit den Normen, mit den Baugesetzen ein bisschen flexibler werden. Sonst wird das nichts. Christian Höhler. Ja, ich würde gerne bei Astrid Rössler anknüpfen. Zustimmen, es ist eine Möglichkeit, beim Finanzausgleich anzusetzen. Gleichzeitig noch anmerken, dass die Sachlage so komplex ist, dass es viele mögliche Ansatzhebel gibt, aber den fände ich besonders sinnvoll, weil er systemisch ist. Wir beobachten derzeit verschiedene Megatrends, dass zum Beispiel in der Wirtschaft Unternehmen neben ihren finanziellen Leistungskennzahlen zunehmend auch auf ihre ethischen und Nachhaltigkeitskennzahlen hin befragt werden. Und in Zukunft wird das über das Überleben eines Unternehmens entscheiden. Das Gleiche beginnt jetzt gerade von Seiten der Europäischen Union auf den Finanzmärkten. Es werden Investitionen müssen nicht primär ausweisen müssen, ob sie sich rentieren oder eine wie hohe Finanzrendite sie erwirtschaften, sondern primär müssen sie nachweisen, dass sie keinen ökologischen oder sozialen Schaden anrichten. Das heißt, das ist eine ganz andere Anforderung und genau analog könnte man das eben als Anforderungen für den Finanzausgleich innerhalb der Länder formulieren oder festlegen oder in die europäischen Strukturen, Regionalförderprogramme systematisch einbauen, dass sozusagen hier Gemeinden Kennzahlen offenlegen müssen, was die Zersiedelung, was den Flächenverbrauch betrifft und je nachdem, wie diese Kennzahlen ausfallen, werden sie stärker oder schwächer gefördert. Ich würde aber noch eine weitere Sichtweise ergänzen, die jetzt, glaube ich, noch nicht so berücksichtigt war. Wir verbrauchen innerhalb von Österreich zu viel Fläche, aber allein was unsere Grundversorgung betrifft, verbrauchen wir ÖsterreicherInnen im Ausland noch einmal das Doppelte der Ackerfläche, die wir im Inland verbrauchen für unseren Konsum.
Und wenn das jedes Land so halten würde, dann bräuchte die Menschheit derzeit 3 Planeten. Das ist eine sehr einfache Rechnung. Und von daher fände ich es eine Möglichkeit, einen ganz anderen Regulierungsansatz im Sinne des globalen Bewusstseins auch zunehmend in die Diskussion zu bringen, um sich damit mal anzufreunden, nämlich dass jeden der 7 bis 8 Milliarden Menschen nur ein 8 Milliardstel dessen zur Verfügung steht an Umweltverbrauch oder Flächenverbrauch, was die Erde jedes Jahr erneuerbar der Menschheit zur Verfügung gibt. Und das Ganze würde ich dann ökologische Menschenrechte nennen. Das sind ökologische Verbrauchsrechte, also schon auch Grundrechte. Aber sie sind gleichzeitig in ihrer Summe so begrenzt, dass die Menschheit insgesamt innerhalb der planetaren Grenzen bliebe, was sie jetzt nicht mehr tut, Stichwort Welterschöpfungstag, weil eine Konsumelite von den 20% Vermögendsten ein Vielfaches dessen verbraucht, was uns eigentlich bei einer gerechten Verteilung zusteht. Wenn wir aber jetzt da zu unserer finanziellen Kaufkraft, wo eben eine Minderheit eine viel zu hohe hat, die einen enormen Schaden jetzt schon anrichtet, wenn wir zudem eine ökologische Kaufkraft bekämen, das wäre sozusagen die Operationalisierung dieser ökologischen Menschenrechte, dann könnten sich auch die Vermögendsten, dann könnte sich auch ein René Benko oder ein Dietrich Mateschitz, egal wie viele Milliarden sie haben, sie können sich eben nur 1,7 globale Hektar, das ist das Interessante an dem Konzept des ökologischen Fußabdrucks, dass der gesamte Umweltverbrauch in ein Flächenmaß umgerechnet wird, weil das eine physikalische Möglichkeit ist, nämlich alles, was ein Mensch an Umweltgütern verbraucht, wird in sogenannte globale Hektar umgerechnet und pro Mensch stehen eben 1,7 globale Hektar zur Verfügung. Und im Sinne einer liberalen Demokratie, wo alle Menschen, egal wie klug, wie gesund oder wie vermögend sie sind, die gleichen Rechte haben, das stellt niemand mehr in Frage, das ist ein liberaler Ansatz, könnten wir auch die gleichen ökologischen Verbrauchsrechte genießen. Und dann läge es an jeder einzelnen Person, mit diesen 1,7 Hektar so umzugehen, wie sie es will. Das heißt, wie wir die verbrauchen, das ist uns völlig freigestellt. Aber niemand kann mehr als 1,7 Hektar verbrauchen. Und das wäre von alleine das Aus der Einzelhauszersiedelung, es wäre das Aus von SUV, es wäre das Aus von Flugreisen übers Wochenende und es wäre sozusagen der Zwang zu einem ökologischen Lebensstil. Aus ökonomischer Sicht könnte man sagen, es wäre ein effizientes Management knapper Ressourcen. Andreas Noe wollte, glaube ich, was sagen. Ja, da anschließend, jetzt hat ja der Christian Felber auch schon den Bogen ein bisschen Richtung dem Titel der Veranstaltung, das Wachstumsthema, das ja sagen, mit dem Bodenthema eng zusammenhängt, aber wir noch nicht richtig angesprochen haben, hergestellt. Tatsächlich glaube ich auch nach dem, was Christian gerade gesagt hat, dass es eben sehr wichtig ist, zwischen verschiedenen Wirtschaftsbereichen zu unterscheiden. Wenn wir dem Boden und der Bodennutzung gerecht werden wollen, dann muss es klar sein, dass eine andere Art von Umgang erfordert als eben mit der globalen Güterwirtschaft und schon überhaupt mit den globalen Finanzmärkten. Und wenn ich auch bei meiner ersten Wortmeldung darauf hingewiesen habe, wie eng die Finanzwirtschaft mit der Immobilienwirtschaft zusammenhängt und wie eng das dann wiederum über globale Gütermärkte eben diese globale Weltwirtschaft produziert, dann ist das definitiv der Bereich, der schrumpfen muss. Ja, und wenn wir von Postwachstum reden, dann bezieht sich das auf diese Bereiche und bezieht sich nicht auf das, was Astrid Rössler beschrieben hat, auf den Bereich der Nahversorgung, der Alltagsökonomie, dessen, was man alltäglich für ein Leben braucht. Und dann, wenn dieser Bereich gestärkt werden soll, dann ist tatsächlich die zentralisiertere beziehungsweise die kleinräumlichere Organisationsweise der Wirtschaft, regionale Kreisläufe fördern, regionale Produktion, Reparaturökonomie fördern, der Bereich der Wirtschaft, der sagen auch angesichts der ökologischen Zwänge nicht unbedingt schrumpfen muss, weil dafür die Grundversorgung sicherstellt, wohingegen der andere Sektor eben ein richtiges Problem darstellt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig und wir arbeiten daran, an der WU diese Unterscheidung zwischen Wirtschaftsbereichen vorzunehmen und dann eben zu sagen, welche wollen wir fördern? Und das war
ein bisschen das, was Astrid Rössel angesprochen hat. Und wo wollen wir Einschränkungen vornehmen? Das war ein bisschen das, was Christian Felber beschrieben hat. Ja, Frau Rössel. Weil eingangs der neue Wohlstandsbericht, also war, wie geht es Österreich, gestern von der Statistik Österreich vorgestellt worden ist. Und da sieht man schon sehr, sehr deutlich, Österreich hat Wohlstand, Österreich hat hohe Lebensqualität, aber in den Umweltfaktoren, in den entscheidenden Umweltfaktoren sind wir momentan sind ganz stark im Minus. Und damit gefährden wir natürlich, ich würde sagen, kurz- bis mittelfristig natürlich ganz stark auch unsere Lebensqualität und damit auch den Wohlstand. Also diese untrennbare Kombination aus Lebensgrundlagen und ob man es jetzt in globalen Hektar oder ökologischen Fußabdruck bewertet, wir leben weit über unsere Verhältnisse, sogar jetzt schon, was die Qualität in Österreich betrifft. Da beziehe ich jetzt quasi die importierten Umweltgüter oder Umweltbelastungen noch gar nicht mit ein. Und zu realisieren, dass wir es jetzt tatsächlich in der Hand haben, gegenzusteuern und uns vielleicht auch anderen Kennzahlen zu widmen. Also dieser Bericht der Statistik Österreich ist ja schon ein erster Ansatz, einmal gegenüberzustellen und sich vom BIP zu verabschieden. Also noch immer hat halt das BIP so ein starkes Gewicht und ist eigentlich eine blitzdumme Zahl. Sie sagt überhaupt nichts darüber aus, was sich wirklich in einer Volkswirtschaft gesamtheitlich entwickelt, sondern es ist halt eine sehr, sehr, sehr einfache Zahl, die aber halt gut und gerne verwendet wird. Und weil das Thema, ich habe im Chat jetzt schon eine Diskussion zum Thema, wir betreiben Einfamilienhaus-Bashing. Kommt natürlich eine Kritik, dass hier eine Wohnform, die einerseits noch immer so stark verankert ist, dass die Wohnform in Frage gestellt wird. Ja, wir müssen sie in Frage stellen, weil sich das nie im Leben ausgeht, dass alle Leute in einem Einfamilienhaus wohnen, weil wir dann keine Flächen mehr haben, um Gemüse anzubauen. Dann ist alles hinüber. Dann können wir nicht leben von der Fläche, wenn wir alles zupflastern. Und gleichzeitig leisten wir uns einen unglaublichen Leerstand. In einem Bundesland wie Salzburg sind 60.000 Wohnungen, an denen entweder gar niemand gemeldet ist oder nicht als Hauptwohnsitz gemeldet wird. Also das sind Strukturen, und da gebe ich Verena Mörkel natürlich recht, wir haben Strukturen geschaffen, die längst nicht mehr dem Wohnbedürfnis dienen, sondern allen möglichen anderen wirtschaftlichen, spekulativen Anlageinteressen oder was auch immer. Schöne alte Bausubstanz verkommt, die Gemeinden haben nicht einmal den Zugriff drauf, und selbst das, sage ich, der Wunsch mit Einfamilienhaus und Garten. Manche Menschen gestalten ihre Gärten inzwischen so, dass ich sie ihnen wegnehmen möchte, weil es einfach eine Gemeinheit ist, dass man Flächen verkommen lässt zu einem Fußballrasen und in Wahrheit dort, wo der schönste Wohnort ist, am Land, dann ganz, ganz üble Grünflächengestaltung macht und wo wir eigentlich um jeden Millimeter kämpfen müssten, dass wir den Rest an Artenvielfalt, den wir noch haben, retten können und aufbauen. Also es werden hier Diskussionen geführt wenn hier vom Bashing die Rede ist, dann muss man schon die Dinge auch beim Namen nennen, dass es ja um die gemeinsame Zukunft geht und nicht einfach, ob man jetzt jemandem seine Wohnform gönnt oder nicht. Aber das braucht ganz intensive Diskussion. Also nicht auszuweichen und die positiven Modelle gegenüberstellen. Also wie kann verdichtete Bauweise qualitätsvoll und gemeinschaftsfördernd und in einer ökologischen Form sein. Also wenn vorhin dieses Modell mit den Schafe oder Kühe, die man da gesehen hat in dem einen Beispiel, das braucht es ganz dringend, die guten Modelle zu zeigen, wo man sagt, schaut euch das an, so ist Wohnen. Hat Qualität, hat sparsamen Flächenverbrauch, ist verkehrsberuhigt. Viele ziehen ja aufs Land, weil sie es in der Stadt nicht aushalten, weil es so laut ist. Das verstehe ich schon. Wir haben 25% der Salzburger Bevölkerung in der Stadt, wo die Lärmwerte überschritten werden. Will ich denen zumuten, dass die immer an einer lauten Durchfahrtsstraße leben? Das verstehe ich. Aber dann ist nicht die Folge, dass man draußen am Land widmet und alle rausziehen und dann mit dem Auto reinpendeln, sondern da muss die Konsequenz sein, die Städte verkehrsberuhigen und zu sagen,
Verkehr hat seine Berechtigung, aber in einem verträglichen Ausmaß und in einer natürlich auch in einer sich wandelnden Form. Und dann natürlich, das wieder das Plädoyer für öffentlichen Verkehr und für eine Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt und Gemeinden. Und die Planung hat da ganz eine wichtige Funktion. Die Raumplanung ist die Basis. Die Raumplanung ist ja eigentlich auch ein Teil der Sozialpolitik. So wie ich die Städte plane, die Struktur plane, so leben die Menschen zusammen. Und wenn ich das nur reduziere, dass ich baue Gebäude, das ist zu wenig. Ich muss die Strukturen dahinter und gute Stadtplanung macht das natürlich. Ja, das gerade das Einfamilienhaus, was sich jetzt auch ein bisschen mehr als Diskussion ergeben hat, ist natürlich ein gutes Beispiel für das, was auch Andreas Novi gerade gesagt hat und was wir auch im Titel ja schon bewusst ein bisschen provokativ reingebracht haben, nämlich den Begriff Verzicht. Das war schon auch, sagen wir, als offene Frage gedacht, ist Verzicht jetzt wirklich das Gegenteil von Wachstum? Und wenn ja, wer verzichtet auf was? Wer muss auf was verzichten? Oder geht es nur darum, dass man vielleicht andere Bewertungskriterien und andere Kennwerte einführt, wie jetzt ja schon Christian Felber und Astrid Rössler zum Beispiel angeführt haben, oder muss man einfach sich von Sachen auch wirklich, muss man wirklich schmerzhafte Einschnitte machen im Einfamilienhaus, was ja nun auch nicht Gott gegeben ist, was es vor 100 Jahren ja gar nicht wirklich gab. Und sagen, ja, das geht jetzt halt nicht mehr. Also ist die Frage nach, ist Verzicht jetzt wirklich das Gegenteil oder ist jetzt vielleicht, geht es um andere Dinge? Christian Felber hat sich schon gemeldet. Ja, also ich orte hier einen sogenannten Frame, nämlich dass bestimmte Interessen es geschafft haben, mit dem Schlagwort Verzicht ihr Weltbild im öffentlichen Diskurs festzusetzen, nämlich Wachstum versus Verzicht wäre genauso ein Frame. Wachstum bedeutet Freiheit und Wachstumskritik bedeutet Unfreiheit und Verzicht. Die Falle an dieser Dichotomie ist, dass alles immer Verzicht bedeutet und alles immer Freiheiten bringt und nimmt. Das heißt, es geht nicht darum, dass eine Wirtschaftsvorstellung Freiheit bringt und eine andere Verzicht, sondern jede Wirtschaftsvorstellung bringt und nimmt Freiheit und erfordert Verzicht. Wachstum ist Verzicht, nur halt an anderen Dingen, als auf die wir verzichten müssen, wenn wir zum Beispiel ein Gleichgewicht und ein größtmögliches Wohlbefinden anstreben. Vielleicht um das Pferd von vorne aufzuzäumen, Astrid Rössler hat schon gesagt, dass das Bruttoinlandsprodukt eine blitzdumme Zahl ist. Ich ergänze, weil es alles misst, außer das, was das Leben lebenswert macht, hat Robert Kennedy 1968 in wirklich prophetischer Weise in einem wunderschönen Zitat luzide erkannt, aber er ist halt nicht einmal ignoriert worden von der Wirtschaftswissenschaft, weil die ihr Wissenschaftsverständnis so definiert, dass sie nur das untersucht, was mathematisch exakt messbar ist, und das sind halt die Finanzkennzahlen. Das Problem ist, wenn man sich auf die Finanzkennzahlen fokussiert und damit Fortschritt und Wohlstand gleichsetzt und auch kurzschließt, dann verliert man eben alles aus dem Blick, was das Leben lebenswert macht. Von intakten Ökosystemen und einem stabilen Klima und stabiler Biodiversität und hohem sozialen Zusammenhalt und gelingenden Beziehungen und gesellschaftlichem Vertrauen und Sicherheit und funktionierender Demokratie bis hin zum Friede. Auf all das müssen wir verzichten, wenn wir unseren Blick auf Finanzkennzahlen lenken. Und all das gewinnen wir. Wir gewinnen trinkbare Flüsse, wir gewinnen Klimastabilität, wir gewinnen stabile Artenvielfalt und dadurch die Freiheit von Zoonosen, von Übersprungskrankheiten wie Covid-19. Wir gewinnen Demokratie, wir gewinnen Friede, wenn wir in der Wirtschaft und in der Wirtschaftswissenschaft endlich den Blick auf das lenken, worum es eigentlich geht. Und es geht eben nicht eigentlich um die Finanzkennzahlen, die sind nur die Mittel. Der Aristoteles hat das eigentlich schön voneinander unterschieden. In der Ökonomie geht es um das gute Leben für alle, geht es um das Wohlbefinden und um das Gemeinwohl. Und Geld und Kapital sind nur die Mittel. Die dürfen nie zum Zweck werden, weil wenn die zum Zweck werden, dann sind wir im Kapitalismus als Gegenteil der Ökonomie und dort messen wir Erfolg mit dem blitzdummen Bruttoinlandsprodukt, mit dem monetären Bruttoinlandsprodukt. Wir messen den Erfolg von Unternehmen mit der Finanzbilanz primär und den Erfolg von Investitionen
mit der Finanzrendite, egal wie viel Schaden und wie viel Verheerungen sie anrichten an all unseren Gemeingütern und an all unseren Grundwerten. Also das ist eine so verkehrte Ökonomie und das ist ja auch nach Aristoteles das Gegenteil von Ökonomie. Es ist Krematistike im alten Griechischen und es ist Kapitalismus heute. Und deshalb, was angesagt ist, dass wir in der Wirtschaftswissenschaft das intelligente Ganze in den Blick nehmen und Wohlstand und Lebensqualität und Gemeinwohl eben mit Ökosystemstabilität, mit sozialem Zusammenhalt, mit Lebenszufriedenheit, mit Gesundheit, mit funktionierender Demokratie und mit politischer Stabilität und Frieden messen. Und das ist das, was Astrid Rössler als Alternative zum Bruttoinlandsprodukt schon in den Raum gestellt hat. Unser Vorschlag, wie so etwas demokratisch legitim zustande kommen könnte, ist, dass wir in unseren Gemeinden, ganz egal, ob das Gemeinwohlgemeinden sind oder nicht, oder Zukunftsgemeinden oder LA21-Gemeinden oder Klimaschutzgemeinden, dass dort die Menschen sich versammeln und in einem Austauschprozess sagen, was ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste im Leben und Zusammenleben? Was trägt am meisten zu höchstmöglicher Lebensqualität bei? Und von all den Vorschlägen, die da gemacht werden, werden am Ende die 20, die die stärkste Unterstützung genießen, die werden ausgesiebt. Das sind dann die, wenn man so will, die 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten oder des demokratisch komponierten Gemeinwohlprodukts. Und an dem würde sich in Zukunft dann nicht nur die Wirtschaftspolitik orientieren, sondern jede Politik. Und dann muss die Raumordnungspolitik genauso fragen wie die Geldpolitik, wie wirkt sich diese Maßnahme, die wir überlegen zu treffen, auf den sozialen Zusammenhalt, auf die Ökosystemstabilität, auf die Bodenfruchtbarkeit oder auf die Gesundheit der dort lebenden Menschen aus. Und das wäre dann eine viel sinnvollere Politik vor dem Hintergrund einer sinnvolleren Wirtschaftswissenschaft. Ja, Andreas Novi, Sie wollten noch was sagen und dann Herr Pauser. Zwei Sachen zuerst, weil ja die Verzichtsfrage gestellt wurde. Das ist ja tatsächlich eine Frage, aus welchem Blickwinkel man das anschaut, wenn man die Straßenverkehrsordnung hernimmt. Ich meine, das ist natürlich eine unglaubliche Verzichtsordnung, was sie Kindern zumutet, was sie zu Fußgehenden zumutet, wie sie alle Verkehrsteilnehmer, die nicht Auto sind, behandelt. Das ist eine Frage, wie man die freie Fahrt für freie Bürger eben Christian Felber framed und in welcher Art und Weise man sie darstellt. Ja, und tatsächlich auch bei der Frage des Wachstums ist es ein Stück weit eine Frage, was soll denn wachsen? Ja, und da geht es dann definitiv um Qualitäten. Ja, also Zeitwohlstand ist die positive Seite des Schrumpfens von Arbeitszeit und den damit verbundenen eingeschränkten vielleicht Einkommensmöglichkeiten. Wenn wir Stadtkerne ausbauen, ja, dann haben wir und wachsende Dorfkerne haben, dann ist das eben auch eine Form von Wachsen, die mit Verzicht, nämlich der Verzicht auf Zersiedlung einhergeht. Ja, tatsächlich sind das einfach Dinge, wo es eine Frage der Darstellungsweise ist und wir sollten da ein Stück weit offensiver umdrehen, wie viel diese Ordnung uns zumutet an Verzicht, in der wir aktuell leben. Das ist zum Ersten und zum Zweiten, diese Frage des guten Lebens ist ja tatsächlich eine ganz entscheidende. Erfreulicherweise bin ich zwar an einer Business School der WU, aber an einem Department, das in seinem Mission Statement im ersten Satz sagt, die Sozioökonomie erinnert daran, dass Wirtschaft in Gesellschaft und Natur eingebettet ist. Und der Satz ist einfach eine klare Hierarchie. Ohne eine klimafreundliche Umwelt, ohne die Möglichkeit, dass das Klima so organisiert ist, dass Menschen leben können, gibt es keine Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, die Rechtsordnung nicht funktioniert, gibt es keine Wirtschaft. Und diese Umordnung der Hierarchie, Wirtschaft wieder als ein dienendes System zu sehen, ist, glaube ich, von entscheidender Bedeutung. Das ist aber auch die Voraussetzung davon, dass wir uns von diesem Wachstumszwang befreien, der definitiv mit den Klimaherausforderungen nicht vereinbar ist. Das Spannende der letzten Jahre ist ja, dass die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler entdecken, dass
das Kernproblem die Wirtschaftsweise ist, ja, und dass es um eine Umorientierung in der Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren geht, wenn wir die naturwissenschaftlichen Zielsetzungen erreichen wollen. Und dann ist die Frage dessen, worum es geht, definitiv die des guten Lebens und die Verabschiedung von der monetären Messung von Güterbeständen. Verena Mörkel hat sich gemeldet, aber ich glaube, Wolfgang Pauser, Sie wollten vorher auch schon was sagen, oder? Ja, mein Eindruck ist, dass sowohl im Katalog der Ausstellung als auch jetzt in unserer Diskussion alle Beiträge eine sehr ähnliche, von sehr ähnlichen Voraussetzungen ausgehen. Das ist einerseits eine politische Haltung des Antikapitalismus und das zweite ist die politische Haltung des Naturschutzes. Und diese beiden Hälften sind ja heute in der Position der Grünen vereint. Jetzt möchte ich diesen geschlossenen Zirkel und auch mich daran erinnern, dass es auch ein außerhalb jetzt unserer Runde gibt, nämlich dass ja bekanntlich die Grüne Partei nur 14% errungen hat. Vorher ist sie aus dem Parlament geflogen gewesen. Das heißt, dass 86% der Österreicher all das, was wir hier sagen, eben gerade nicht gut heißen und gegen all das, was einzuwenden hätten. Ich glaube, das muss auch vielleicht irgendwo erwähnt werden. Und ich möchte sozusagen mal Gegenmeinungen auch in die Debatte werfen. Das erste ist die Frage, die hohen Bodenpreise und damit auch die hohen Wohnungspreise. Da wird ja häufig gesagt, ja, das ist eben typisch für die Finanzmärkte, dass sie in diese riesigen Mengen von anlagesuchendem Kapital aus dem Nichts erschaffen haben, was eben dann die Nachfrage nach Investitionsgütern so extrem hoch treibt. Da möchte ich daran erinnern, dass in der Finanzkrise es ja die Zentralbanken waren, die das, was man die Selbstreinigungskraft des Kapitalismus nennt, verhindert haben und die seither eine Politik ermöglichen, die eben von unten nach oben verteilt, indem sozusagen Spekulationsgewinne an die Gesellschaft, an sozusagen sozialisiert, nein, also Spekulationsgewinne einbehalten werden, aber wer sich verspekuliert hat, wird dann vom Staat gerettet. Das ist sozusagen eine Veränderung, die ja eher eine Staatswirtschaft man nennen muss. So sehen das jedenfalls wirtschaftsliberale Positionen. Der zweite Punkt ist, im Fernsehen am Kulturmontag hat Angelika Fitz gesagt, dass zum Beispiel in Vorarlberg kann sich gar nicht die Bevölkerung aus dem eigenen Bundesland vollständig ernähren, sondern im Gegenteil nur zu einem geringen Prozentsatz. Also diese Frage der eigenen Ernährungsmöglichkeit, das ist ja eines der Argumente, die sich auch durchzieht. Nun hat bekanntlich Vorarlberg eine ganz besonders hohe Arbeitsproduktivität und ich kann schwer nachvollziehen, dass man sozusagen den Vorarlbergern rät, sich nicht mehr ihren hochpreisigen Tätigkeiten, sondern dem Anbau von Kartoffeln mehr zu widmen. Die Idee, dass es eine Landwirtschaft geben sollte, die ja in Österreich eben nicht lukrativ ist, weil sie, sonst müsste sie ja nicht finanziert werden, wird überhaupt nur legitimiert dadurch, dass gesagt wird, einerseits ja die Landschaftspflege als sozusagen ungeplanter Nebeneffekt, der dient ja dem Tourist, der Tourismuswirtschaft auch. Und das Zweite ist, was man nach dem Krieg gesagt hat, ja, aber beim nächsten Weltkrieg, da wollen wir eben dann wieder hinausgehen und aus Wien und in Niederösterreich beim Bauern anklopfen und ein paar Kartoffeln bitten. Die Frage ist, ob das heute irgendeine Relevanz hat und man nicht sagen müsste, Gott sei Dank ist in Vorarlberg eine andere Wirtschaft am Zug und nicht eine, die subventioniert werden muss. Von irgendwo müssen nämlich die Subventionen auch gezahlt werden. Ich möchte den dritten Punkt noch ansprechen.
den der Bodenversiegelung. Wenn ich all dem zuhöre, habe ich das Gefühl, es könnte jetzt bald passieren, ich fahre durch die österreichische Landschaft und bin nicht mehr umgeben von Wiesen und Wäldern und Feldern, sondern alles ist zubetoniert. Ich habe nachgeschaut, ich habe jetzt nur gesehen den Wert in Deutschland, 85% des gesamten Bodens in Deutschland, ein Wert von 2015, ist für Land- und forstwirtschaftlicher Verwendung. Die Idee eines zubetonierten Landes ist eine Fantasie, die, wenn ich durchs Land fahre, nicht im geringsten meiner Wahrnehmung entspricht. Der österreichische Boden ist tatsächlich mit Straßen sehr gut erschlossen. Das bedeutet nichts anderes, als dass dieser Boden eben sehr intensiv von den Österreichern und Österreicherinnen genutzt wird und dass es auch auf eine lukrative und eine bequeme Art genutzt wird. Natürlich könnte man statt Forststraßen zu bauen auch sozusagen mehr Geländefahrzeuge in Einsatz haben, aber das funktioniert ja alles sehr gut. Ich kann die Beschwerden über, dass es mit dem Boden irgendein Problem gibt, nicht im geringsten nachvollziehen. Und das erzeugt eine gewisse Verwunderung über das Ganze, wo ich hier in der Diskussion gelandet bin. Das freut einen natürlich als Moderator immer, wenn es ein Advocatus Diaboli gibt, der auch mal die Gegenstimme aufmacht. Aber da werden wir sicher noch Antworten dazu haben. Aber Verena, du wolltest vorhin noch was sagen. Ja, ein bisschen repliziert das ja auch auf das eben Gesagte, weil die Frage war, ob Verzicht das Gegenteil von Wachstum ist. Das Problem, das wir haben, ist ja, dass in einer wirtschaftsliberalen Logik die Stagnation schon zu wenig ist. Also das Problem ist, dass das wirtschaftsliberale Denken immer von Wachstum ausgeht. Also es geht eigentlich gar nicht ohne Wachstum. Und das ist, glaube ich, schon ein Stück weit das Problem, weil wenn man das hinterfragt und zu Ende denkt, abgesehen davon, dass es kein Ende gibt, kann das irgendwie nicht gut gehen. Das heißt, wir werden davon ausgehen müssen, dass wir zumindest einmal mit einer Stagnation leben können, was das Wirtschaftswachstum betrifft und wenn nicht sogar mit einem Decline. Ich denke, dass die Verteilungsfrage von Ressourcen, die zur Verfügung stehen, natürlich sehr stark eine Gerechtigkeitsfrage ist. Und dieser Kampf wird nicht so friedlich vonstatten gehen. Wir werden uns nicht alle an den Händen halten und durch blühende Blumenwiesen gehen. Es wird, glaube ich, letztendlich nicht friktionsfrei gehen können. Man sieht das ja schon, also es geht global nicht ohne Friktion. Und es geht, glaube ich, auch in Österreich nicht ohne Friktion. Und dass es derzeit auch die Haltung gibt von militären Schichten, dass eben nicht jeder Mensch gleich viel wert ist und dass der vielleicht mehr ökonomische Potenz hat, einfach vielleicht gerade bessere Mensch ist und von Gott mehr geliebt wurde. Das ist eine Haltung, die wir in der westlichen Welt, oder nicht wir in der westlichen Welt, aber die in der westlichen Welt, da schaue ich jetzt mal nach Amerika, extrem stark verbreitet ist. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass wir uns eigentlich dieser Verteilungsfrage global überhaupt nicht stellen wollen. Und ich denke auch ein Stück weit, wir wollen es uns nicht in Österreich stellen. Wenn ich die Frage nach dem guten Leben beantworte, dann kann ich nur sagen, es gibt ganz, ganz viele Bewohnerinnen und Bewohner, sind vielleicht nicht immer Österreicherinnen und Österreicher von diesem schönen Land, die diese Frage nicht für sich beantworten können und nie die Option haben, sie zufriedenstellend zu beantworten, weil sie einfach keine Perspektiven haben. Und das ist schon ein grundsätzliches Problem. Also wir können, ich glaube, wir müssen eigentlich, also ich glaube, die Diskussion muss an Schärfe gewinnen. Sie wird auch an Schärfe gewinnen, weil jetzt zeichnen sich Tendenzen ab, die einfach nicht in die richtige Richtung führen. Also wir sind vom guten Leben so weit weg wie überhaupt noch nie. Und die Entmischung der Gesellschaft, die schreitet voran mit großen Schritten. Und jetzt noch zurückzukommen auf das, was der Herr Pauser gesagt hat, ich gebe ihm wirklich sehr recht, wo ich ihm nicht recht gebe, ist, dass es mit der Bodenversiegelung in Österreich überhaupt kein Problem gibt.
Es ist nicht die Frage, wie viel versiegelt ist, ist es auch, aber nicht nur, sondern wo was versiegelt ist. Und wir versiegeln unsinnigerweise in Gebieten, wo es überhaupt nicht notwendig ist. Ja. Wir versiegeln an Orten, wo wir einfach nur, wo Versiegelung vielleicht ein Selbstzweck ist und das Ausweisen von Bauland jetzt gerade nur für den einen Protagonisten irgendetwas bringt. Also ich glaube, wir gehen nicht davon aus, dass wir nichts mehr bauen, aber die Frage ist, ob wir nicht intelligenter Strukturen ausweisen und Systematiken ausweisen, wo und wie was entwickelt werden soll. Und ich glaube, das muss man schon, also das passiert in Österreich einfach nicht sehr stringent bis zum Schluss. Also es unterliegt zumindest keiner übergeordneten Logik. Und die übergeordnete Logik, dass ich sage, wo ist etwas versiegelt und wo nicht, nennt man einfach Raumplanung. Also das ist es, ja. Und das findet nicht statt österreichweit. Und ich fahre auch hier und da durch Österreich, zwar nicht sehr oft, aber es passiert kaum, dass ich über einen längeren Zeitraum durch eine Landschaft fahre und kein Haus sehe. Und das finde ich grundsätzlich sehr schade. Also es ist grundsätzlich nicht so, dass oder kein Fachmarktzentrum oder kein, weiß ich nicht was. Ja? Also es ist eben nicht so, dass wir Cluster haben, wo man sagt, das ist Siedlungsraum und weite Flächen, wo wir sagen, das ist Naturraum. Das ist in Österreich nicht so und das ist problematisch. Frau Rössler und dann Christian Ferber. Mikrofon bitte. Ich bin dem Wort von Pause auch dankbar für diese andere Sicht. Das mit dem Naturschutz, also als wäre diese bodenschützende Sicht eine Naturschutzsicht, glaube ich, das verkennt die Funktionen des Bodens. Und eine davon ist natürlich das Thema Trinkwasser. Das andere ist, dass der Landschaftsraum auch ein Biotopverbund ist und dass zum Beispiel, und jetzt also ein wenig die politische Linie, das ist nicht nur grüne Naturschutzromantik, sondern in Salzburg sind die Jäger gekommen und haben gesagt, bitte macht eine ökologische Raumplanung. Wir haben die großen Wanderstrecken von Wildtieren, nämlich das Rotwild und so weiter, diese klassischen Zugstrecken werden alle verbaut und wir brauchen eine Raumplanung, die sich mit den natürlichen Lebensräumen der Wildtiere anders auseinandersetzt, aus Sicht der Jagd, nicht aus Sicht der Naturschützer, aus Sicht der Jagd. Und das zeigt, dass aus unterschiedlichen Interessenslagen sehr wohl sehr deutlich sichtbar ist, dass wir in der Art der Verbauung, die Fläche ist das eine, da ist die Hagelversicherung, würde ich sagen, auch jetzt keine urgrüne Vereinigung, die Hagelversicherung, die einfach ganz, ganz beinhart berechnet, wenn wir mit den Umweltschäden so weitermachen und der Boden so stark verschwindet, wir keine Hochwasserabflussflächen, keine Retentionsräume, keine Pufferflächen mehr haben. Also die sehen das auch aus einer ganz, ganz nüchternen monetären Sicht. Und aus den unterschiedlichen Zugängen hat sich ein Bild gezeichnet, dass der Bodenverbrauch viel zu hoch, dramatisch hoch ist, also von den 2,4 Hektar eben beinahe Faktor 10 entfernt. Und dieser Boden ist einfach verloren. Es ist nicht, das habe ich versucht, da eingangs zu sagen, Boden ist auch etwas Lebendiges, das sich nicht beliebig wiederherstellen lässt. In einem Gramm Boden sind 1000 Mikroorganismen. Also das ist ganz was anderes als ein Asphalt oder ein Beton, den man dann drauf gibt. Und diese Böden haben Funktion, sie sind die Voraussetzung, dass wir überhaupt über Ernährung sprechen können. Und natürlich ist es für Vorarlberg nicht uninteressant zu wissen, wie viel können wir denn auf unserer eigenen Fläche, die noch da ist, überhaupt noch anbauen. In anderen Flächen Österreichs sind andere Dimensionen verfügbar. Und das zusammenzuführen und für ein Land zu diskutieren, wie viel können wir dann noch Eigenversorgung machen und wie viel geht nicht einmal bei den üblichen Grundnahrungsmitteln, das ist schon eine sehr lohnende Frage zu sehen, wie gehen wir denn mit unseren eigenen Ressourcen um. Und die deutsche Bodenschutzkonzeption aus 1985 hat den Boden beschrieben und dann auch ein Schutzkonzept und sich verpflichtet und den Boden eben als Lebensgrundlage und als Umwandlungsprodukt bezeichnet, also schon ein bisschen in der Beschreibung und dann diesen unglaublichen Satz hineingeschrieben, als Raumzeitstruktur ist der Boden ein vierdimensionales System. Und das kommt in der Diskussion ja nie vor. Der Boden ist was, wo man alle draufstellt.
Aber in Wahrheit, der Boden in seinen vielen Funktionen und in seiner lebenserhaltenden Funktion, in seiner als Voraussetzung für Nahrungsmittel, braucht er auch den Faktor Zeit. Also ein vierdimensionales System, nämlich eine Raumzeitstruktur, die wir sonst wahrscheinlich gar nicht so oft oder so einfach finden. Und auch das bewusst zu machen, es ist etwas Unwiederbringliches, mit dem wir derzeit so umgehen. Und vielleicht zum Abschluss zwei Ressourcen, die für mich noch nicht vorgekommen sind in der Frage der Umweltqualitäten. Ich bin ja der Meinung, dass, das sage ich öfter mal den Touristikern, die kostbarsten Ressourcen der Zukunft sind für mich Finsternis und Stille. Denn beides ist für den Menschen absolut überlebensnotwendig. Ein Mensch, der ständig Licht ausgesetzt ist. Und ich kenne Menschen, die von Straßenlaternen sagen, sie können keine Nacht schlafen und sie können nicht immer abdunkeln und sie halten es nicht mehr aus und von Parkplatzbeleuchtung und so. Finsternis und Stille ist das, was der Mensch braucht für sein körperliches, aber auch für sein seelisches Wohlbefinden. Und davon entfernen wir uns auch in dieser Art und Weise, wie wir die Landschaft bebauen, verwenden, zulärmen und sonstiges. Und da kommt, also da kommt für mich eine ganz andere Ressourcenfrage ins Spiel, die den Umgang mit den begrenzten, mit den sehr begrenzten Ressourcen dieses Planeten für mich auch schon auf eine höhere Ebene rücken. Und wenn man es zusammenfasst, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die SDGs, fassen eigentlich fast alle unserer Bedürfnisse, die wir heute auch gestreift haben, sehr schön zusammen. Also alles, was Allgemeinwohl, aber auch diesen globalen Aspekt betrifft, fände ich da sehr gut umschrieben. Christian Treiber, Frau Tamati. Das Beispiel Schlafqualität ist ein hervorragendes, weil es Studien gibt, die zeigen, dass die Menschen heute in Deutschland schon vor Ausbruch der Covid-19-Krise deutlich schlechter schlafen als vor 10 Jahren. Mhm. Nicht nur, weil es immer weniger Stille und Finsternis gibt, sondern weil es umfassende Stressoren gibt und Belastungen. Deshalb explodiert ja auch die Einnahme von Psychopharmaka zum Beispiel. Aber das hat eben der klassische Ökonom nicht auf seinem Dashboard. Der hat nur das Pro-Kopf-Einkommen, das wächst. Er hat das Bruttoinlandsprodukt, das wächst. Und er hat den Handelsbilanzüberschuss und der wächst. Und er fragt sich, was haben denn diese Nörgler, die widerstehen ja allen Fakten, dass es uns so gut geht wie noch nie, weil er eben Wohlbefinden oder Wohlstand mit seinen Finanzkennzahlen kurz schließt. Aber es sinkt eindeutig die Schlafqualität. Und da müsste man doch nachzuforschen beginnen, was sind denn die relevanten Kennzahlen und die relevanten Bestandteile von Lebensqualität. Noch einmal, ich bin für Wachstum. Ja? Ich bin für das Wachstum der Lebensqualität. Ich bin für das Wachstum der Beziehungsqualität. Ich bin für inneres Wachstum. Ich bin für das Wachstum des Wohlbefindens. Ich bin für das Wachstum all dessen, was das Leben schöner macht. Ich bin nur und ausschließlich einzig dagegen, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zum Ziel der Wirtschaftspolitik wird. So wie es in Österreich erstmals als Staatsziel in der Verfassung verankert werden sollte, vor kurzem, was zum Glück gescheitert ist. Das wäre eine weltweite Uraufführung geworden. Es gibt keine einzige demokratische Verfassung, in der das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ein Staatsziel ist. Während es hingegen gibt unzählige Verfassungen, in denen zum Beispiel das Gemeinwohl ein Staatsziel ist und die Wirtschaft eigentlich verpflichtet ist, genau im Sinne der Sozioökonomie, wie sie Andreas Novi schön definiert hat, zu befördern. Ich bin nicht so pessimistisch wie Wolfgang Pauser, was die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung betrifft, weil ich nicht gleichsetze Wahlergebnisse mit Haltungen und Einstellungen zu einzelnen Inhalten. Mir bekannt sind 2 Umfragen zum Bruttoinlandsprodukt, ob die Bevölkerung Mehrheit das unterstützt oder ablehnt, aus Deutschland und Großbritannien. In Deutschland befürworten genau 18% der Bevölkerung repräsentativ befragt, dass die Wirtschaftspolitik sich am Wachstum des Bruttoinlandsprodukts orientieren soll. Und 67% lehnen das ab. Nur es wird heute ignoriert von einer und nicht von einer postdemokratischen Regierung. In Großbritannien das gleiche Ergebnis. Also das ist zu unterscheiden von den Parteien, die ins Parlament gewählt werden, wie die Bevölkerung
hier mehrheitlich eingestellt ist. Die Glücksforschung sagt, das Geld spielt fürs Glück überhaupt keine Rolle. Ich habe ein sehr einfaches Beispiel, was Sie in jeder Klein- oder Großgruppe selbst überprüfen können. Wenn Sie in einem günstigen Moment der Stille den Menschen eine halbe Minute Zeit geben und sie ersuchen, sich an den glücklichsten Moment ihres Lebens zu erinnern. Ich weiß nicht, ob wir das hier machen sollen oder ob ich es nur berichten soll. Aber ich frage einfach, versuchen Sie für eine halbe Minute die Augen zu schließen und den glücklichsten Moment Ihres Lebens zu erinnern. Weil das hier kein partizipatives Format ist. Ich könnte die Podiumsgäste fragen, warum nicht? Wollt ihr das mitteilen, was euch gekommen ist? Auch den Moderator. Keine Handzeichen. Ja, es war jetzt etwas spontan, aber wenn ich abfrage, es kommen eigentlich immer gelingende Beziehungen auf vier Ebenen, gelingende Beziehung mit mir selbst, mit anderen Menschen. Das geht von der Geburt los über Liebe, Freundschaft, Familie oder Erfahren von Gemeinschaft, Stichwort Einzelhaus, über ökologische Beziehungen vom Sandstrand bis zum Sonnenuntergang am Berggipfel oder spirituelle Erfahrungen. Ne? Und es kommt nie und nie und nie mit 100% Garantie irgendetwas, was mit Geld, Erfolg oder Macht zu tun hat. Also das, wovon die Wirtschaftswissenschaft glaubt, dass die Menschen vorrangig nachstrebten. Es ist auch ein Menschenbild, es ist auch eine Bewusstseinsmanipulation eigentlich, dass die Wirtschaftswissenschaft uns hier glauben macht, dass der Mensch von Natur aus primär nach materiellen Werten strebe. Das glaubt eigentlich nur die neoklassische Wirtschaftswissenschaft, aber der Mensch kann sich dann auch so verhalten. Ja? Es ist ja kein Widerspruch, dass nicht dann eine Kultur das lernen kann. Und wir haben es ja gelernt und deshalb leben wir ja so stark über unsere Verhältnisse. Aber es macht uns nicht nur nicht glücklich, es macht uns sogar unglücklicher und unfreier. Und das ist sozusagen dieser letzte Frame, wenn man das eben vorschlägt, dass es anders sein soll, dass wir nur innerhalb der ökologischen Grenzen wirtschaften sollen und unseren materiellen Konsum mäßigen sollen, dann geht es los, greift ja die Wirtschaftsfreiheit an. Ja, aber nur eine so verstandene Wirtschaftsfreiheit, dass eben dazu gehört, dass ich Landgrabbing betreiben darf, dass ich die Ökosysteme kaputt machen darf, dass ich das Klima aufheizen darf und dass ich den gesellschaftlichen Zusammenhang zerrütten darf, bis er vollkommen zerstört ist. Und das ist natürlich auch ein ganz bestimmtes Framing von Freiheit, die anderen Menschen die Freiheit auf saubere Luft, auf Stille, auf trinkbare Flüsse, auf eben alles, was das Leben lebenswert wegnimmt und enteignet. Und so muss man um den Freiheitsbegriff kämpfen, man muss um den Wachstumsbegriff kämpfen, man muss um den Wohlstandsbegriff kämpfen, man muss um den Verzichtsbegriff kämpfen. Es ist alles geframed und wir sind nicht sehr gut geschult darin, diese Frames zu erkennen und eben diese Begriffe neu zu betrachten und mit unseren Bedeutungen neu aufzuladen. Habe ich fast besonders bedauert, dass wir uns heute nicht physisch real treffen, weil die Vorstellung eines großen Saals im AZW, wo das ganze Publikum 30 Sekunden die Augen zumacht, wäre sehr schön gewesen. Aber ich denke, die Zuschauer haben das zu Hause jetzt auch gemacht. Andreas Nowy und dann Verena Merkel wollten sich noch. Ja, ich wollte auch, obwohl es schon länger her ist, noch zum Herrn Pauser zwei Sachen aufgreifen, die in der Debatte schon waren. Zum einen der Herr Churchill, der kurz und eingangs vorgestellt wurde, verbunden mit dem, was ich gesagt habe, wir müssen zwischen verschiedenen Wirtschaftsbereichen unterscheiden. Und was ihm Churchill gemacht hat und nicht in der Intention, den Kapitalismus abzuschaffen, dass es eben Bereiche gibt, wo die Aneignung von Profit durch Arbeitsplätze
also ohne Arbeit erfolgt, ja, und das ist beim Boden der Fall, ja, zum Teil auch bei den Finanzprodukten, und das ist problematisch. Ja. Man kann eine hochkapitalistische Gesellschaft sein wie Singapur und den Boden zum Großteil in Staatsbesitz haben. Ich würde meinen, das ist definitiv eine effizientere Form, mit knappen Ressourcen umzugehen. Das heißt, mein Plädoyer ist, dass wir diese Wirtschaftsbereiche unterscheiden und dass wir uns als Gesellschaft überlegen, welche sollen wachsen und welche sollen schrumpfen und welche sollen einen politischen Einfluss gewinnen und verlieren. Und definitiv ist die zentrale Rolle der Immobilienwirtschaft beziehungsweise der Möglichkeit, sich über Boden zu Vermögen zu kommen, eine problematische Form der wirtschaftlichen Tätigkeit. Und andere unternehmerische Tätigkeiten gehören durchaus ausgeweitet. Ja. Und ich glaube, gerade deswegen ist es notwendig, hier ein bisschen zu differenzieren. Der Kapitalismus in so bestimmten Gesichtspunkten eine Erfolgsgeschichte, das ist ja genau das Problem, das wir haben. Wir müssen uns ja nicht wie von der zentralen Planwirtschaft von etwas verabschieden, was nicht funktioniert, sondern wir müssen uns von etwas verabschieden, das in bestimmter Hinsicht ziemlich gut funktioniert, das aber, wenn es so weiter fortgesetzt wird, in die Katastrophe führt. Ja. Das ist ja das größere Problem, das wir gegenwärtig haben, dass eben diese exponentiellen Steigerungen aller Orten, die Naturwissenschaften sprechen von der großen Beschleunigung, dass die sagen in diesem 21. Jahrhundert in ein katastrophales Ende führen, wenn nicht das, was zumindest Lippenbekenntnis politisches Ziel ist, die Trendwende kommt und Dekarbonisierung und Abflachung der Kurven. Aber das geht nur mit einem anderen Zugang zur Wirtschaft und eben nicht in diesen großen Kategorien Kapitalismus und Antikapitalismus, sondern tatsächlich genau zu schauen, was soll mehr werden, was soll weniger, was soll aufgewertet, abgewertet werden. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, dass da natürlich auch ganz viel Framing passiert. Also beobachtet man in letzter Zeit immer mehr, das finde ich oft von neoliberaler Seite ja oft von manchen Medien oder Politikern global gesehen, alles, was nicht quasi anarcho-kapitalistisch ist, heißt es dann gleich, ja, das ist ja wie DDR oder Venezuela, als gäbe es nur die Extreme. Also das ist schon noch zum Teil so eine gefährliche Diskursverschiebung manchmal. Das ist also ein guter Punkt, dass man da natürlich auch differenzieren muss. Bitte, Verena. Ja, ich finde das auch. Ich sage das jetzt noch einmal. Ich glaube, dass wir eine Transformation, also einen Transformationsprozess starten sollen in wirtschaftlicher oder müssen in wirtschaftlicher Hinsicht, genauso wie in ökologischer Hinsicht. Und ich denke, dass der sehr behutsam vorgehen muss, weil da sehr viele Menschen Betroffene sein werden. Und letztendlich muss man die in diese Diskussion und in diese Übergangsprozesse mit integrieren. Ich glaube noch einmal, dass es eine Gerechtigkeitsfrage ist. Auch die ökologische Ausgewogenheit von Lebensumgebungen ist eine Gerechtigkeitsfrage. Es ist, und da bashe ich jetzt nicht nur das Einfamilienhaus, es ist auch das Vorsorgewohnhaus eine Katastrophe. Also überall dort, wo uns das Investment in die Deckung des Grundbedürfnisses reingrätscht, ist es eigentlich ein Problem. Man sieht das in Deutschland sehr schön. Bei Krankenhäusern oder Pflegeheimen, die von Investorenlogik gemanagt werden. Das ist eine ganz andere Versorgung als, ich sage jetzt mal, die Caritas. Ja. Also das heißt, überall dort, wo in eine Versorgungslogik, eine Investorenlogik hineinkommt, wird es eigentlich problematisch. Was ich nur zum Christian Felber noch sagen will, ich glaube, dass wir jetzt auf einer ziemlichen Boho-Ebene gerade diskutieren und das macht mich ein bisschen unrund, weil natürlich ist es nicht so, dass die schönsten Erlebnisse unmittelbar mit Geld zusammenhängen. Nur ich sage, anhaltende Armut ist was, das ist wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Und so gesehen gibt es schon ganz viele, und das meine ich auch bei dieser Gerechtigkeitsfrage und bei diesen Überlegungen, wen wir eigentlich auf der Strecke lassen. Wir lassen im Moment wahnsinnig viel auf der Strecke, also global gesehen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Und das ist auch in Österreich nicht viel anders. Ich meine, es ist ein bisschen besser, aber es werden auch hier ganz viele Menschen in den Diskurs nicht einbezogen. Sie können sich auch vielleicht, sie sind per se nicht jemand, der aktiv sich artikuliert. Ich glaube nur nicht, dass man sagen kann, also grundsätzlich
eine gewisse Form von Grundsicherung ist jetzt total unerheblich und eigentlich eh wurscht, weil mit Geld hat das alles nichts zu tun. Also das würde ich, das kann man jetzt vielleicht auf unserer Ebene sagen, die wir jetzt vielleicht noch nie existenzielle Ängste oder vielleicht nur ansatzweise verspürt haben, aber grundsätzlich ist das etwas, was, glaube ich, niemand wirklich erleben will. Ja, Wolfgang Pauser, Sie haben sich gemeldet. Ja, ad hoc. Die traditionelle Position der Sozialdemokratie war es, die armen Menschen reicher machen zu wollen, also den Wohlstand zu vermehren und auch an mehr Menschen zu verteilen. Dieses Versprechen, reicher zu werden, das unterscheidet zumindest auf der Ebene des Prinzips Sozialdemokratie und Grüne, weil die grüne Position gibt sich zwar auch sozial, muss aber logischerweise von dem Versprechen, alle sollen reicher werden, Abstand nehmen, sondern wir reden ja hier eben über einen Verzicht, der gefordert werden soll. Und von armen Leuten Verzicht zu fordern, ist etwas, was logischerweise bei denen nicht sehr auf ein großes Echo oder Verständnis sucht. Noch viel schlimmer wird das, wenn man das global ausweitet und sozusagen sagt, ja, alle Menschen sollen doch beginnen, jetzt sozusagen auf Wohlstand verzichten zu wollen oder ihn gar nicht erst erlangen zu wollen. Das ist ja doch ein sehr, ja, im elitäres Minderheitenprogramm, das man eben auch als zynisch gegenüber der Armut nennen kann. Ja. Ja, ich finde es auch gut, dass die globale Ebene jetzt weiter ins Gespräch kommt, weil es natürlich immer die Frage ist, wer entscheidet, wer verzichten darf. Und das ist natürlich problematisch, wenn wir, also ich frage, wer ist wir, na, die erste Welt jetzt sagt, naja gut, wir dürfen jetzt verzichten ein bisschen, wir machen jetzt ein bisschen pobre, sagen wir, aber die aufstrebende Südhalbkugel, die jetzt vielleicht im Wohlstand gerade erst antritt in manchen Ländern, die sollen jetzt sofort verzichten. Aber Christian Treiber und dann Andreas Novi und Frau Rössler. Genau, weil so eine ganz leichte Gefahr, dass wir uns jetzt gerade missverstehen, im Raum liegt, möchte ich nur noch mal betonen, dass mein Vorschlag war ja nicht, dass jemand arm sein soll und schon gar nicht anhaltende Armut, sondern die Aussage davon, dass selbst wenn die Reichsten oder die im Überfluss leben, bei denen es um die Reduktion von Überfluss ging, dass die dann gar nicht verlieren würden, sondern die würden gewinnen, weil sie sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren oder diese wiederfinden könnten, die sie aus den Augen verloren haben. Das wollte ich damit sagen. Der Ansatz der Gemeinwohlökonomie sieht natürlich die Besserstellung der Ärmsten vor, sei das jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen in den kapitalistischen reichen Ländern oder, um diesen Aspekt aufzugreifen, die Besserstellung der Ärmsten in den ärmeren Ländern. Dafür haben wir verschiedenste Vorschläge von einer gerechteren internationalen Finanzordnung mit einer Entschuldung, die auch ausgeglichen werden könnte mit der ökologischen Schuld der Industrieländer, die sozusagen einen Überverbrauch historisch angehäuft haben, der entschuldet werden könnte, indem die ärmeren Länder finanziell entschuldet werden. Das wäre ein Vorschlag. Ein zweiter Vorschlag wäre eine ethische Welthandelsordnung, in der die ärmeren Länder mehr Chancen bekommen, nicht zwingend nur zum Export, sondern sich eigenständig zu entwickeln, so wie es auch die reichen Länder in ihrer Geschichte getan haben. Aber ich glaube, am anschaulichsten kann ich so eine mögliche Win-Win-Situation noch einmal mit der Idee der ökologischen Menschenrechte machen, weil wir sind in der gerade noch einmal glücklichen Situation, dass die Erde noch immer mehr Umweltressourcen pro Jahr zur Verfügung stellt, als 8 Milliarden Menschen zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse benötigen. Also Gandhi hat immer noch recht, dass die Erde genug für jedes Menschen Bedürfnisse hat, aber nicht für jedermanns Gier. Das ist sozusagen das Paradox, dass insgesamt die Menschheit schon über ihre Bedürfnisse lebt und 1,5 Planeten verbraucht. Aber sie gäbe uns oder sie gibt uns immer noch ein bisschen mehr, als wir zur Deckung der Grundbedürfnisse brauchen. Und das ist eine sogenannte ökologische Überschussreserve zwischen dem, was alle 8 Milliarden Menschen eben brauchen, um ihre Menschenwürde zu erfüllen, Grundbedürfnisse zu decken. Und die könnten die Ärmsten der Erde an die Vermögendsten dieser Erde verkaufen, also diese ökologische Kaufkraft verkaufen,
dann hätten die Vermögendsten hätten eine etwas weichere Landung, weil sie sozusagen technisch noch ein bisschen überkonsumieren könnten. Und die Ärmsten hätten durch diesen Verkauf, den würde ich regulieren an einer einheitlichen, transparenten UN-Behörde, damit es ja zu keinen Börsen und Spekulationen kommt, und nur von Person zu Person, dann hätten die Ärmsten davon ein höheres finanzielles Einkommen, eine höhere finanzielle Kaufkraft und würden aus ihrer bittersten Armut schneller herauskommen. Das wäre so ein konkreter Vorschlag, wie der ein sozial-ökologischer Win-Win-Situation für die Ärmsten dieser Erde und die Vermögendsten dieser Erde darstellen würde. Andreas Nowy und dann Frau Häusler bitte. Ja, zu Ihnen, Herr Bauser. Ich muss schon sagen, ich kenne keine einzigen seriösen Weltwirtschaftsforscher, keine Klimaforscherin, die behauptet, dass der globale Süden kein Entwicklungspotenzial haben kann, dass er nicht wachsen soll und dass die Bedürfnisse in diesen Ländern nicht gedeckt werden sollen. Das ist Konsens, alles, was ich kenne, dass wenn es ein Schrumpfungsbedürfnis gibt und eine Notwendigkeit, dann betrifft es ganz wesentlich den globalen Norden und bestimmte Sektoren. Und da hat dann die Frau Merkel mit ihrem Insistieren natürlich sehr recht, dass das eine Verteilungs- und eine Gerechtigkeitsfrage ist, weil wir wissen aus verschiedensten Ländern, 10% der Bevölkerung konsumieren 50% der Ressourcen. Ja? Und in dem Sinn gibt es halt auch einen engen Zusammenhang zwischen Einkommen und Ressourcenverbrauch. Und insofern ist sehr klar, dass die Frage der Gerechtigkeit und das Angehen der Frage der Gerechtigkeit auch ein sehr guter Ansatzpunkt ist, um die Probleme des Klimawandels anzugehen, weil es eben der exzessive Konsum einer kleinen Gruppe ist, die das Hauptproblem ist. Es ist aber auch, ja, und auch das hat die Frau Merkel angesprochen, so, dass wir halt sehr reich sind. Alle die hier diskutieren, sind vielleicht nicht bei den super 10% der Reichsten, aber doch gut gestellt oder mehr oder weniger. Und auch wenn sie durchschnittlich gestellt sind, ist es deutlich über dem Weltdurchschnitt. Ja, und dass wir uns in einer Art und Weise verändern, dass wir gut leben und Lebensqualität gewinnen, Zeitwohlstand und anderes, das hinzubekommen auf eine Art und Weise, dass das wirtschaftlich auch hinhaut, dass da keine großen Konflikte passieren, das ist eben überhaupt nicht einfach. Ja? Und wenn man da Zweifel hat, dann kann ich die verstehen, weil es tatsächlich eine große Herausforderung ist. Aber dort siedelt sich das Problem an. Ja? Also wir sehen es ja bei der vollkommen fehlenden Bereitschaft, das Thema Zersiedelung einerseits und Automobilität anzugehen, wo jeder, der sich mit Klimawandel beschäftigt, sagt, das ist das Hauptproblem in Österreich. Ja? Und die Bewegung in die Richtung ist gering bis nicht vorhanden. Das ist, glaube ich, das Kernproblem und nicht irgendein konstruiertes grüne Schlechtmenschen, die dem globalen Süden irgendwas vorenthalten wollen. Astrid Wessler? Ja, ich sinniere gerade über den Begriff Verzicht. Wir sind ja gestartet mit der Erkenntnis, dass wir in einem überbordenden Wachstum, in einem auch nicht mehr kontrollierbaren Wachstum, was den Bodenverbrauch betrifft, gelandet sind. Und es hat von Wolfgang Pauser auch da eine andere Wahrnehmung gegeben. Und wenn man aber verschiedene Indikatoren zusammenführt, glaube ich doch, dass also an dem überbordenden Ressourcenverbrauch geht kein Weg vorbei. Da gibt es so viele Indikatoren, dass wir einfach erkennen müssen, jetzt für Österreich bezogen, aber auch sicher für andere vergleichbar wohlhabende Länder, dass wir also weit über unsere Verhältnisse leben. Und das Gegenteil davon, das glaube ich, ist nicht Verzicht, sondern das Gegenteil davon ist, Vernunft walten zu lassen und zu sagen, was können wir uns denn leisten? Was ist denn verträglich? Was ist denn etwas, was auf die Zukunft gerichtet ist, wo ich sagen kann, die nächsten Generationen haben halbwegs
vergleichbar gute Lebensbedingungen, nämlich wirtschaftlich, aber natürlich alle anderen Indikatoren, die dazugehören, also eher in der Sichtweise Wohlstand und Lebensqualität und Umweltqualität. Und da hat Verzicht für mich eine ganz andere Dimension zu sagen, also wofür bin ich denn bereit, mich bewusster zu entscheiden, wie viel ich brauche und was ich brauche und nicht unbedingt den Wohlstand nur an der Kaufkraft zu bemessen, sondern eben an anderen Dingen. Und allein das Beispiel, weil Herr Bauser Sie gesagt haben, naja, das ist zynisch, wenn man von den Ärmsten jetzt Verzicht verlangt, und ganz im Gegenteil, von den Ärmsten, von denen möchte ich, dass sie in guten Wohnungen leben können, nicht an den lauten Straßen und nicht dort, wo es schlechte Grünraumgestaltung gibt und keinen Spielplatz für die Kinder und so weiter. Ich möchte, dass die wenig verdienen, trotzdem die Chance haben, sich gute Lebensmittel und Bio-Lebensmittel zu kaufen oder in einer Foodcorp zu sein oder was auch immer. Ja? Also das ist Aufgabe der Politik. Es ist im Übrigen auch Aufgabe der Raumplanung, dezidiert als Ziel eines Raumordnungsgesetzes für gute Lebensgrundlagen und gute Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes zu sorgen und sich Gedanken zu machen, wie die Strukturen, aber auch die sozialen und die wirtschaftlichen und die Umweltverhältnisse sich entwickeln. Das ist natürlich klassische Verantwortung, das politisch zu regulieren. Und deshalb ist die Raumplanung auch so derzeit Gegenstand des Ziehen und Zerrens, weil da so viel zusammenläuft und so viele Faktoren der Entwicklung der Lebensqualität oder der Umweltqualität dort zusammenläuft. Und das hat für mich nichts mit Verzicht zu tun. Das ist Verantwortung, hat auch was mit Verantwortung für Bewusstseinsschaffen und einen Dialog innerhalb der Betroffenen, das heißt innerhalb der Bevölkerung, innerhalb der Gemeinde, sich gemeinsam zu entscheiden, wie viel haben wir, wofür verwenden wir es und was ist der gemeinsame Gewinn daraus und nicht, wie bin ich dem anderen neidig, was der hat und wie schaue ich, dass ich selber immer mehr kriege. Darum geht es mir eigentlich, wenn wir jetzt davon sprechen, wie wir uns gemeinsam verständigen und was die Aufgabe politischer Entscheidungen ist, gemeinsam sich dafür zu entscheiden, wie die Lebensbedingungen in der Zukunft ausschauen. Und das ist für mich ein positives Bild und sicher kein zynisches. Das passt schon nach so einem schönen Schlusswort. Ich wollte aber noch nicht ganz aufhören, weil ich noch einen Aspekt einbringen wollte, nämlich nämlich den Namen der Talkshow Club Architektur, also den architektonischen Aspekt. Ich finde es interessant, dass Verena Mörkel, gerade dass du ja auch sehr auch fast so auf der wirtschaftlichen, sozialen Ebene heute argumentiert hast. Aber natürlich ist auch die Frage, was Architektinnen und Architekten jetzt an Ideen und Vorstellungen oder an Stellschrauben oder an Denkweisen einbringen können in eine Richtung, die einem schonenden Umgang mit Ressourcenmaterialien zugutekommt und die weggeht von einer Architektur der Verschwendung. Du hast ja schon das Thema Umbau angesprochen, also auch um die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Jetzt sind die Architektinnen da eigentlich schon weiter und sie werden nicht wirklich gehört und die Bauwirtschaft und die Normen sind noch nicht so weit. Und welche Ansätze würdest du sagen, gibt es denn da, die lohnenswert wären? Also grundsätzlich, was die Raumplanung betrifft, habe ich heute, glaube ich, schon sehr, sehr viel gesagt, auch was den Umgang mit dem Bestand betrifft. Ein drittes Thema, das uns wirklich sehr beschäftigt, ist natürlich, also einer der CO2-Treiber weltweit ist die Zementproduktion. Wir bauen, glaube ich, einfach auch mit den falschen Baustoffen. Wir können das im Moment als Architekten und Planerinnen nicht in den Griff bekommen, weil wir gezwungen sind, die Gebäude, die wir errichten, nach den Errichtungskosten zu bewerten und nie nach den Lebenszykluskosten. Und bei unserer Bewertung gibt es auch keine wie immer geartete CO2
Realität oder Korrelation. Ja? Das heißt, wir bauen eigentlich den Sondermüll von morgen. Also jetzt zum Beispiel gerade im sozialen Wohnbau, im Wohnbau im Allgemeinen. Wir wissen, dass es nicht nachhaltig ist. Wir wissen als Planerinnen und Planer, dass es bessere Strukturen, bessere Baustoffe gäbe. Wir kriegen es nur nicht umgesetzt. Und das ist etwas, was wirklich schmerzt und wo wir aber auch in der Argumentation immer an eine Gummidecke stoßen, weil letztendlich, wenn wir beim Thema der Leistbarkeit sind und uns nur die Baukosten als entscheidender Faktor zur Beurteilung eines Projektes überbleiben und nicht die Lebenszykluskosten dieses Projektes, ja, dann kommen wir da nicht raus aus dieser unsäglichen Diskussion. Also ich würde wirklich stark dafür plädieren, dass wir Gebäude anders bewerten müssen. Das beinhaltet dann auch den Umgang mit dem Bestand. Also wir müssen auch, was den Bestand betrifft, versuchen, etwas im Sinne eines Lebenszykluses zu sehen. Und wenn wir zum Beispiel einen Abbruch von einem ganz guten Haus tätigen, bevor wir ein neues Haus hinstellen, dann müsste das in eine Gesamtbilanz einfließen, weil wir nehmen ja Ressourcen weg und in den meisten Fällen werden diese Ressourcen, die durch einen Abbruch entstehen, auch nicht wiederverwendet. Also es ist wirklich, die Bauwirtschaft hat da einiges zu tun. Sie machen es nicht. Wir können sie nicht dazu drängen. Dazu fehlt uns die Kraft und die Macht. Wir sind eigentlich relativ machtlose Wesen als Planerinnen und Planer. Also wir sind so ein Berufsstand, ja, den man am besten ignoriert. Da müsste man wirklich, glaube ich, auch von logistischer Seite eine andere Betrachtung einfordern. Also das ist was wirklich was augenscheinlich ist, dass wir, wie wir bauen und was wir bauen, ist eigentlich nicht zukunftsfit. Also es geht doch hier eigentlich um eine andere Art von Werten, die man, oder Bewertungssystemen, die man einschreibt, wo man einfach auch dann automatisch oder dann auch. Ja, wir können zum Beispiel, also wenn wir zum Beispiel argumentieren, dass wir sagen, gut, wir machen ein anderes Bausystem, also wir bauen jetzt nicht mit Betonfertigteilen, sondern wir bauen mit einem anderen Material, wir bauen vielleicht aufgelöst mit Stützenraster, wir machen eine andere Fassade, weil die Fassade ist dann mit nachhaltigeren, nachwachsenden Rohstoffen, die ist dann für euch in der Erhaltung auch günstiger. Wir versuchen das ja immer schon wirtschaftlich zu argumentieren. Dann kommt die Antwort, naja, die Erhaltung ist ein anderes Budget. Unser Budget sind die Errichtungskosten und der Topf der Erhaltung wäre sonst wurscht. Und damit ist natürlich alles, also das ist so, wie wenn ich als Politiker sage, ich denke nur an morgen und was in einer Woche ist, ist mir egal. Also wir wissen, dass das, was wir machen, nachhaltig nicht, das ist nicht sinnvoll. Also wir produzieren unsinnige Dinge. Wir haben keine Lobby, um da irgendwie einen Rückenwind zu bekommen in unserer Argumentation. Und eine Nachhaltigkeits- oder eine Lebenszyklusbewertung würde schon einiges erleichtern. Also eine Lebenszyklusbewertung von einem Gebäude, dass ich sage, wie viel kostet das, das dann wieder zu sanieren in 30 Jahren? Was bringt das? Beispiel Plastikfenster, die muss ich wieder rausreißen, die haben einfach eine andere Lebensdauer als Holzalufenster. Also wie auch immer, was kostet es mich in der Herstellung an Energie und was kostet es mich im Auswechseln und wie lange haltet das und wie wertvoll ist es als Baustoff? Und diese Betrachtung findet nicht statt. Und das wäre aber, das ist, weil da auch die Frage von dir gestellt wurde, was Nachhaltigkeit ist. Also Nachhaltigkeit ist eigentlich, dass ich sage, ich denke langfristig und nicht nur bis morgen, sondern ich versuche, das, was ich da mache, langfristig als sinnvoll zu erachten. Und das ist schon ein gewisses Problem. Und die Zementproduktion ist weltweit wirklich ein Thema. Es gibt Bereiche, da komme ich nicht ohne Zement aus. Also alles, was unter der Erde ist, da tue ich mir wirklich schwer. Genauso wie Brückenbau. Es gibt gewisse Dinge, da komme ich nicht drum rum. Aber gerade im Siedlungsbau, in dem, was wir so machen, gibt es wirklich andere Baustoffe, die einfach sinnvoller wären. Herr Wachtenpauser, Sie wollten dazu was sagen. Ja, also wenn sich tatsächlich die Gesellschaft von einer Wachstumsorientierung in Richtung eines Negativwachstums oder eben einer Verzichtsorientierung verändert,
dann ist das ja für Architekten höchst relevant. Natürlich gibt es viele gut gemeinte Versuche, ja, dass jetzt Architekten ja, mit anderen Baumaterialien, mit neuen Bautechniken und so weiter versuchen, eine Lösung zu finden und Kompromisse zu finden. Das ist ja auch gut. Aber dahinter steckt ja eine Grundsatzfrage, nämlich die, dass Verzicht ebenso eine Eigendynamik hat wie bisher das Wachstum. Das Problem, wenn man Verzicht anstrebt, ist, wo soll denn dieser Verzicht aufhören? Genügt da jetzt aufs Fliegen zu verzichten oder aufs Auto zu verzichten, vielleicht auch auf die Hochseeschifffahrt, sodass eben nur noch einheimische Lebensmittel gegessen werden? Wo soll der Wunsch nach Verzicht eine Grenze finden? Und mit dieser Grenzenlosigkeit gibt's jetzt, erzeugt man natürlich auch sehr viele Schreckensbilder, Bilder einer Totalverarmung, die auch genährt werden von, sagen wir, eher extremistischen Positionen, jetzt auch im grünen Diskurs, wo sozusagen eben wirklich eine Lebensaskese umfassender Art geradezu als auch wünschenswertes Ziel gesehen wird. Wie sollten denn Architekten davon ausgehen, dass es, wenn alles Angenehme weggespart werden soll, dann noch irgendein Geld für eine ästhetische Verbesserung ausgegeben werden soll? Für Architekten ist das ja wie eine Verkündung eines Todesurteils eigentlich, weil, naja, sie werden dann vielleicht zu Ökotechnik-Bauspezialisten, Entlüftungsanlagentechnikern oder was auch immer. Die Grundsatzfrage ist, und das ist bei jeder Askese sozusagen, wie kommt sie aus der Eigendynamik raus, die in die Selbstschädigung führt? Und eine ganz andere Haltung von Architekten wäre, statt mit den Verzichtsideologie mitzulaufen, auf das zu bestehen, was die Architektur in ihrer Geschichte am meisten beigetragen hat, zur Nachhaltigkeit. Die nachhaltigsten Bauten sind die seit 1000 Jahren stehen und die oft eben Bauten sind, die keinerlei Zweckhaftigkeit für sich beanspruchen können. Sinnvoll wäre es doch, Dinge zu bauen, die schön genug sind, dass sie in 500 und 1000 Jahren immer noch die Menschen erfreuen, egal wo sie, ob sie verstreut oder geballt irgendwo stehen. Insofern ist, wende ich mich gegen jede Verzichtseigendynamik, gegen jede Begeisterung für Askese, weil sie ist nicht einmal, also was die Architektur betrifft, ist sie nicht einmal nachhaltig. Jetzt mal mit Ästhetikfunktion ein ganz schön großes Fass auf. Sehr spannend. Katharina Ritter, du wolltest dich melden noch dazu. Ja, ich wollte jetzt nochmal kurz darauf zurückkommen, weil wenn vorher von Lebenszykluskosten die Rede war, dann reden wir davon, dass die Häuser oder dass die Gebäude im ersten Moment eigentlich teurer mit anderen Mitteln gebaut werden und eben nicht, es ist eben kein Verzicht. Also wenn Architekten heute wieder mit Holzfenstern bauen könnten, weil sie das finanziert bekämen, dann ist es kein Verzicht, sondern es ist ein Gewinn. Und also für alle, für die Architektur und für die Menschen, die darin wohnen. Also ich verstehe diesen Einspruch überhaupt nicht und muss sagen, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Und die Gegenfrage ist ja auch, wo ist denn das Ende vom Wachstum? Also wenn wir schon jetzt sagen müssen, was ist das Ende vom Verzicht, wo hört das Wachstum auf? Es ist allen klar, es kann so nicht unendlich weitergehen. Und wer sagt jetzt, wo das Ende ist? Und es wäre schon ein guter Beginn mit diesem Verzicht und die meisten sind sich einig, es muss nicht negativ gesehen werden, zu beginnen, ohne schon mal zu sagen, wo das Ende ist. Und noch zwei Hinweise zum Einfügen in die Hausdiskussion. Also wir haben in der Ausstellung ja errechnet, alle Österreicher könnten in Einfamilienhäusern wohnen, bei einer Bewegung von ca. 4 Personen pro Einfamilienhaus. Also es gibt eigentlich keinen Grund, weitere zu bauen, weil wir könnten uns alle im Traumhaus wiederfinden. Wenn wir uns in entsprechende Familien zusammenfinden. Ja, Verena Merkel, Astrid Rössler und Christian Färber.
Ja, ich wollte nur kurz antworten. Natürlich ist es wunderschön oder die schönste Bauaufgabe wahrscheinlich, ein Haus ohne unmittelbaren Zweck zu bauen. Das ist großartig, nur leider brauchen wir halt auch wirklich Häuser, die Zwecke erfüllen. Also es muss irgendwie gewohnt werden, in die Schule gegangen werden, Kranke müssen versorgt werden und dafür braucht es dementsprechende Gebäude. Ich denke nicht, dass es unserem Berufsstand an den Kragen geht, wenn wir jetzt sagen, wir sollten nicht mehr wachsen, sondern im Bestand tätig werden. Wir sollten oder nicht mehr wachsen, wir sollten vielleicht qualitativ sinnvoll wachsen. Wir sollten uns überlegen, wie und wo wir wachsen, vor allem wie. Also ich denke, da gibt es auch ganz, ganz viele international bekannte Kollegen, die sich gerade mit der Forschung von Baustoffen auseinandersetzen. Man muss einfach nur den Kopf aufmachen. Ich sage, wir hantieren im Moment auf einer sehr eindimensionalen Ebene in der Baulobby. Das ist, ich sage es jetzt einmal, man müsste da wirklich einfach mehr Diskussion reinbringen. Und ich glaube, es reicht auch schon, wirklich die Spitzen wegzunehmen. Also ich sehe das Fachmarktzentrum, das irgendwo auf die grüne Wiese gestellt wird, das rechnet sich in 15 Jahren, ist das durchgerechnet. Diese Häuser haben überhaupt keine längere Lebensdauer, weil es sinnlos ist, das macht keinen Sinn. Und ich meine, ein Haus auf 15 Jahre zu rechnen, das ist eine Ressourcenverschwendung. Da bin ich noch nicht einmal bei der Bodenversiegelung, die ja schon ein Wahnsinn ist, sondern das ist auch in der Richtung eine Ressourcenverschwendung. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also wir bauen sinnlose Gebäude, zum Teil sinnlose Strukturen. Und wenn wir die Spitzen schon einmal wegdiskutieren könnten, und da rede ich nicht von wirklich einem großen Verzicht, sondern es ist wirklich, da verzichten wir auf Schwachsinn. Und das, glaube ich, das könnten wir alle wirklich unterstützen. Ja? Dann würde das schon viel bringen. Ein schönes Beispiel, das überhaupt nichts mit Architektur zu tun hat, aber mich hat es jetzt angesichts dieser Corona-Krise wirklich geflasht, wie viele Millionen Nerze in Europa gehalten werden. Ich finde, das ist absurd. Also, dass wir überhaupt noch über eine Pelzproduktion nachdenken und dass das nicht schon längst verboten ist, das hat mich wirklich erschüttert. Ich habe das auch nicht gewusst. Es gibt so viele tote Nerze, die sind schon vorhanden. Die kann man umarbeiten. Wer auch immer einen Nerz braucht, wird ihn wahrscheinlich kriegen, wenn er das nötige Kleingeld hinlegt. Aber warum wir noch immer Millionen von Tieren in unzulässigen Zuständen halten, nur damit irgendwo jemand einen warmen Pelzkragen hat, den man vielleicht künstlich auch herstellen kann. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. Das heißt, wir sind als Gesellschaft, glaube ich, schon aufgerufen, über diese ganz stupiden Spitzen, die einfach, wo der Verzicht auch nicht wirklich schwer ist, über die einmal als erstes nachzudenken und zu sagen, brauchen wir das wirklich? Ist man wirklich glücklicher, wenn man einen Pelzmantel hat? Ich meine, sind wir wirklich so degeneriert als Gesellschaft? Und das ist auch in der Architektur so. Ja, ich muss auch noch einmal widersprechen, dem Wolfgang Pauser, weil ich mit diesem wiederholten Unterstellen, dass wir Grüne als Verzicht und Askese, also ich habe das hier nicht als grüne Parteiveranstaltung gesehen, diese heutige Austausch, sondern dass wir uns über die dringenden Fragen des Bodens und Wachstum und so unterhalten. Und das Wort Verzicht, das können wir schon diskutieren, aber das ist nicht eine grüne Grundhaltung, sondern ich habe mich hier vor allem auch aus fachlicher Sicht zur Raumplanung geäußert, was ich für die drängendsten Probleme im Zusammenhang mit Raumplanung und Boden und so weiter für unausweichlich wichtig halte. Und die Nerze ist wirklich ein gutes Beispiel, wo wir derzeit stehen. Aber der Verzicht von Verschwendung wäre schon so ein Riesenschritt, wenn es uns gelingt. Ein anderes Beispiel sind etwa die Lebensmittelabfälle. Was wir uns als Gesellschaft leisten, an genusstauglichen Lebensmitteln jeden Tag wegzuschmeißen, ist so abartig. Und letztlich, wenn man es umrechnet in Umweltbelastung und in Tierleid und alles, also da kann man jetzt eine eigene Veranstaltung machen. Das ist so, so krank. Und deshalb möchte ich wirklich widersprechen, dass man dieses Denken, wo sich, und jetzt mache ich es einmal politisch, wo sich andere Parteien zum Teil ganz schön wegducken, wenn es um das unangenehme Thema geht, Raumordnung. Bei Lebensmitteln sind wir uns eh einig und beim Flächenfraß kann man auch noch einen ziemlichen Konsens zusammenbringen. Aber überall dort, wo man etwas anpackt und sagt, Freunde, das können wir uns nicht leisten, wird es ja von Partikularinteressen sofort verteidigt, wie verrückt. Und das nehme ich schon als Verantwortung, wenn man schon ins Parlament gewählt ist, wahr, dass man die Dinge, die wirklich dringend sind und die einem in die Augen springen, und da
da muss ich gar nicht zu den Nerzen nach Dänemark fahren, sondern da springt mich jetzt auch genug an, was wir fernab jeder Askese dringend reduzieren sollten, dringend zurückfahren sollten, weil wir wissen, dass wir weit über die Verhältnisse leben. Ich würde meine Schlussbeiträge auf die Beantwortung der gestellten Frage, wo ist das Ende des Wachstums? Zwei Vorschläge bei 1,5 Grad oder bei 1,7 Hektar. Am besten beide. Ich glaube, die Verzichtsideologie ist ja nur aus der Sicht des Advocatus Diaboli einer vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft. Aber mich hat sehr beeindruckt Hans-Joachim Schellnhuber, der die Wahrscheinlichkeit, dass wir das 1,5 Grad Ziel schaffen mit 5% angibt und die Wahrscheinlichkeit, dass wir das 2 Grad Ziel schaffen mit 20% angibt. Bei 2 Grad, also Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, 20%, würde der Grönland-Eisschild schmelzen und die Menschen in Dänemark müssten auf ihr Land verzichten. Und da frage ich mich, wie liberal wäre das? Das heißt, wenn wir mit ohnehin nur extrem geringer Wahrscheinlichkeit von 20% es schaffen sollten, das 2-Grad-Ziel zu schaffen, dann müssen trotzdem die Menschen in Dänemark auf ihr Land verzichten. Und das führt eigentlich die gesamte Verzichtsideologie-Debatte aus meiner Sicht ad absurdum. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, außer dass ich nochmal das 1,7 Hektar, das wären für mich das Ende des Wachstums. Dann wären wir nachhaltig. Ah, doch, sorry, ein letzter Ding. Was sind 1,7 Hektar? 1,7 Hektar sind der aktuelle Umweltverbrauch im Durchschnitt von Kambodscha, Marokko und Honduras. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt alle genau leben müssen wie die Menschen in Marokko, Honduras oder Kambodscha, sondern dass wir unseren Flächen, Material und Energieverbrauch nicht über das Niveau dieser drei Länder heben sollten. Je intelligenter, effizienter, effektiver, konsistenter wir das machen, desto höher wird unsere Lebensqualität im Vergleich zu diesen drei Ländern sein. Aber das ist die Herausforderung und dort würde ich beginnen. Und damit ende ich hier, weil ich seit 21 Uhr zum Abendessen gerufen bin und erlaube mir, diesem Ruf zu folgen. Vielen Dank für die Einladung und die Diskussion. Danke für das Wort und ein schönes Abendessen. Und ich denke, wir werden auch, wir haben, glaube ich, sogar unseren Club-Architektur-internen Rekord von Stadt-Land gebrochen von 2 Stunden. Wir sind heute wirklich mit einer fantastischen Gesprächsdynamik ziemlich durchgeschossen durch Wachstum und Verzicht, beziehungsweise ich nehme mir unter anderem mit Wachstum und Vernunft und von Verena Verzicht auf Schwachsinn. Auch ein schöner Slogan, vielleicht können wir eine extra Veranstaltung mal dazu machen. Danke, großen Dank an alle, es war wirklich großartig, wir haben viel gelernt, viel ausgetauscht und viele Ansätze, die wir sie alle dann natürlich auch in der Ausstellung und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Ausstellung noch ergänzen, verifizieren, in Frage stellen können. Vielen Dank für eine kontroverse Diskussion zum Thema Boden und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wie man heute so sagt, bleiben Sie gesund. Dankeschön. Bis in der Ausstellung. Bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao.